Ja, wir haben ja heute ein besonderes Thema und das ist das mit der Obrigkeit. Jawohl, ich hatte vor einigen Wochen schon mal über das Thema gesprochen und heute haben wir unseren Freund, den Philipp, dabei. Der Philipp ist Pastor und er hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar hat er das sogenannte Römer 13 und die Grenzen unseres Gehorsams. Denn weißt du, diese Bibelstelle, die bekannten in Römer 13, 1 bis 7, vor allen Dingen Vers 1, die haben vor wenigen Monaten noch kaum jemanden interessiert. Das war irgendwas, das war so ein Schattendasein, hat das geführt. Doch jetzt auf einmal hörst du das von Gemeindenland auf Land ab, wo das weitergegeben wird, wo das gesagt wird, wo das eingefordert wird. Und auf einmal ist es eine der meistzitiertesten Bibelstellen überhaupt, wo man dachte, was ist denn da passiert? Wieso ist das auf einmal so berühmt geworden? Warum pochen auf einmal so viele Christen auf diesen Vers? Und stimmt das denn wirklich so, wie das in den Gemeinden eingefordert wird? Oder sollte man da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen? Genau. Und das hat der Philipp gemacht und wir sind gespannt, was er heute Abend hier für uns hat. Gut, also Philipp, herzlich willkommen. Jawohl, jawohl. Da ist er. Hallo ihr Lieben, schön. Ich grüße euch. So, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt und das Thema ist durchaus natürlich ein bisschen kontrovers, ne? Strittig. Das könnte man absolut sagen. Aber zuerst möchte ich einfach sagen, ist total super, hier zu sein. Ich bin natürlich auch jemand, der sonst die Livestreams verfolgt. Und jetzt mal hier so hinter die Kulissen zu gucken, das war schon mal eine Erfahrung so für sich. Also ich finde es echt klasse, hier zu sein und ich freue mich auf den Abend. Halleluja. Ja, wir freuen uns auch. Und wir sind gespannt, was du ausgearbeitet hast. Jo, bin ich auch. Denn, also ich habe das mitgekriegt, es gibt ja Gemeinden, da werden wirklich regelmäßig Bibelstellen zitiert, die einfach so interpretiert werden, Achtung, ja. Unterordnung unter alles, was gesagt wird von irgendwelchen Behörden oder Obrigkeit, was das auch immer ist, soll umgesetzt werden. Die Maßnahmen noch genauer als, komm mal ein bisschen näher ran. Ja, mach ich. So, die Maßnahmen noch mehr umsetzen, als man es eh schon soll. Ja, da gibt es dann diese berühmte Extrameile. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Also kurz und gut, es gibt da einiges. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil wir haben natürlich Bibelstellen wie beispielsweise: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen. Das heißt eigentlich nichts weiter als tut Fürbitte für Könige und Menschen, die in Hoheit sind. Das war in 1. Timotheus 2. Titus 3 lesen wir beispielsweise an die Gemeinde, ne? Erinnere sie, staatliche Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemals zu lästern und so weiter. Und da eine ganz bekannte Stelle in 1. Petrus 2, Vers 13, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es den König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Und es gibt noch mehr Stellen. Und diese Stellen stehen in der Bibel. Die kriegt man auch nicht raus. Das sind wirkliche Aussagen, die in der Schrift stehen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, was bedeuten die? In welchem Kontext stehen die? Was will die Schrift wirklich sagen? Was ist das Gesamtzeugnis der Schrift? Ja, weil wenn man die nämlich so einfach aus dem Zusammenhang nimmt, kann man da einige ganz, ganz große Fettnäpfchen erleben. Amen. Und ich bin gespannt, was du uns jetzt zu sagen hast. Und ich würde sagen, auf geht's. Alles klar, dann wollen wir mal. Ja, ich möchte ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu mir sagen, weil die meisten von euch werden mich nicht kennen, vermute ich mal. Und bei mir und meiner Frau war es so, wir hatten 2015 ein ganz spannendes Jahr. Da haben wir nämlich gerade überlegt, ob wir nicht ein Pastoren-Ehepaar werden sollen. Ich war zu der Zeit an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe angehende Religionslehrer ausgebildet. Ich habe Unterricht gegeben in Fächern wie Bibeldidaktik, Bibelkunde und Proseminar, also Einführung in die Exegese. Und so in diesem Setting waren wir gerade
Und da haben wir Martin und Sigit kennengelernt. Und so wie tatsächlich einige Martin und Sigit auch kennenlernen, nämlich ich habe einfach das Buch Gott und Deutschland gelesen von Martin und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Das ist eigentlich was, was ich immer noch heute tief in meinem Herzen trage, eigentlich heute noch tiefer als vorher. Und ich stehe einfach auch voll hinter dieser Vision und bin davon überzeugt, dass Gott wirklich ganz Großes vorhat in Europa und dass Deutschland da eine elementare Schlüsselrolle spielt. Und das war so das, was mich damals auch für den Dienst angetrieben hat, wo ich gesagt habe, jawohl, das ist wirklich das, was mich begeistert, diese Vision, dass Gott Deutschland komplett erneuern wird und dass die Welt dabei zusehen wird, wie Deutschland seine Knie vor Jesus beugt. Das ist nach wie vor das, was uns begeistert. Und seitdem ist irgendwie der Kontakt gewachsen. Wir waren auf Konferenzen von Martin und Sigrid. Trotzdem hätten wir das erstmal so nie erwartet, dass wir jetzt auch hier mit dabei sein dürfen, dass wir mitarbeiten dürfen. Denn wir sind tatsächlich dann 2016 auf die Bibelschule gegangen. Und ich habe da dann meine Ausbildung zum geistlichen Dienst gemacht, inklusive Gemeindepraxis und allem, was dazugehört. Und der Grund dafür lag einfach darin, ich habe, wenn wir mal die Dozententätigkeit mit einberechnen, habe ich so 10 Jahre Theologie studiert, aber ich habe zum Beispiel noch nie einen Seelsorgefall direkt vor der Nase gehabt. Also mir fehlte einfach die Praxis und das war auch der Grund, warum wir dann auf die Bibelschule gegangen sind und dann eben auch diesen ganz praktischen Dienst hatten. Und das hat uns wirklich sehr gesegnet. Da sind wir bis heute total dankbar für die Erfahrung, die wir machen durften in diesen Jahren von 2016 bis 2020. Und wie gesagt, wir hätten es nicht erwartet, aber der Herr hat das so geführt. Das ist auch nochmal eine total spannende Geschichte. Und jetzt darf ich hier stehen. Und das ist für mich einfach ein ganz großes Privileg. Es ist ein Vorrecht, hier stehen zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, jetzt zu euch sprechen zu dürfen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum bewegt uns dieses Thema überhaupt? Wenn ich ehrlich sein soll, bei der Vorbereitung auch hatte ich sehr stark auf dem Herzen, was der Herr uns als Volk Gottes in Deutschland eigentlich sagen will, ist Römer 12. Vielleicht kommen wir da noch später drauf, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Die Dinge, die in Römer 12 stehen. Hey, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lasst euer Denken erneuern. Und prüft und erkennt, was der Wille des Herrn ist, seid brennend im Geist. Ich glaube, das sind ganz konkrete Botschaften, die Gott im Moment seinem Volk geben will. Aber wir haben auf der anderen Seite auch ganz viele Menschen, die sind total verunsichert. Martin hat es gerade schon gesagt, sie wissen nicht richtig, wie gehen wir jetzt um mit diesen Stellen. Es gibt viele Menschen und ich durfte tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten auch einigen seelsorgerlich dienen und die Situation ist in Norddeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland und auch in Österreich oder der Schweiz eigentlich ähnlich, in ganz vielen Gemeinden. Und die Menschen wenden sich dann an so Dienste wie Gottes Haus und sagen, hey, bitte helft uns, wir haben keinen, mit dem wir sprechen können. Wir denken manchmal, sind wir eigentlich noch normal mit dem, was wir denken? Ist bei uns was nicht in Ordnung? Und viele, viele, viele im Volk Gottes, die eigentlich eine klare Vision haben, die vielleicht auch einen prophetischen Blick haben, sind verunsichert. Und ich weiß nicht, vielleicht betrifft dich das ja und ich hoffe, ich kann heute zu dir sprechen und ich hoffe, ich kann dich ermutigen und ich hoffe, ich kann ein bisschen Klarheit in diese Diskussion bringen, um, ja, Römer 13, Martin hat gerade andere Stellen zitiert, aber aus irgendeinem Grund wird immer Römer 13, Vers 1 zitiert, wo es heißt, macht euch der Obrigkeit untertan. So, das ist natürlich die spannende Frage, wie gehen wir damit um? Bevor ich dir konkrete Antworten dazu gebe, möchte ich gerne mal ein bisschen was Grundsätzliches sagen. Ein bisschen zu dem Thema Bibelauslegung. Wie machen wir das überhaupt? Ich möchte dir im Prinzip ein paar Spielregeln erklären, nach denen wir das machen. Es kann sein, dass du für dich andere Spielregeln formulierst, ist okay. Aber das sind im Prinzip die Spielregeln, die wir uns gesetzt haben. Und dann ist es natürlich logisch, wenn man das für sich anders formuliert hat, dass man auch zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Also für uns ist erstmal ganz wichtig, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort, jeder Vers ist Gottes Wort. Die Bibel enthält nicht Gottes Wort, da ist nicht so ein bisschen was Gutes drin, was sie raussuchen. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist für uns die absolut unverrückbare Wahrheit. Das ist das Fundament. Das siehst du zum Beispiel auch, wenn du bei Gottes Haus schaust, bei dem Glaubensbekenntnis, da ist das auch nochmal deutlich festgehalten. Das ist das, was uns einfach wichtig ist. Und natürlich, wenn es Gottes Wort ist,
dann widerspricht die Bibel sich nicht selber. Das ist einfach das Fundament, was wir haben. Das hat zum Beispiel Luther auch nochmal hervorgehoben vor 500 Jahren, dass die Schrift mit sich selber ausgelegt worden werden muss. Und letztlich können wir es zurückführen auf Jesus. Jesus war in der Wüste, das kannst du in Lukas 4 lesen, und er wurde vom Teufel versucht, die Versuchungsgeschichte. Und weißt du, was da ganz interessant ist an der Versuchungsgeschichte? Der Teufel zitiert die Bibel. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, der Teufel zitiert die Bibel. Drei verschiedene Verse wirft er Jesus sozusagen vor und versucht ihn durch dieses Bibelzitieren in eine bestimmte Richtung zu bringen. Deswegen möchte ich dir erstmal ganz grundsätzlich sagen, nur weil jemand die Bibel zitiert, das braucht dich überhaupt nicht beeindrucken. Was dich beeindrucken sollte, ist, wenn jemand das Wort Gottes im Geist und in der Wahrheit ausspricht. Das darf dich beeindrucken, so wie wir es bei Jesus lesen in Markus 1. Die Menschen waren außer sich und haben gesagt, was ist das für einer? Der lehrt ja in Vollmacht. Sie wussten, da wird was lebendig, wenn der die Bibel verkündigt. Darauf achte. Also denk dran, der Teufel zitiert die Bibel. Die Bibel wird aus unterschiedlichsten Motiven zitiert. Ich kann die Bibel ja zum Beispiel zitieren, weil ich meinen Punkt, meine Meinung beweisen will. Aber das ist nicht zielführend. Und dieses Prinzip, das wir bei Jesus schon sehen, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wie hat Jesus darauf reagiert? Jesus hat gesagt, wiederum steht geschrieben. Wiederum. Das heißt, Jesus sieht nicht nur dieses eine kleine Verschen, was dann eben, das wissen wir beim Teufel, aus dem Zusammenhang gerissen in einer bestimmten Absicht zitiert wird, sondern Jesus, er selbst ist das Wort Gottes, er hat die gesamte Schrift vor Augen. Und da müssen wir als Volk Gottes letztlich auch hinkommen, denn dann sind wir sicher vor solchen Versuchungen des Teufels, auch dass wir immer sagen können, ja, habe ich zur Kenntnis genommen, aber wiederum steht geschrieben. Da möchte ich dich ermutigen. Das ist auch ein Anreiz, wirklich das ganze Wort Gottes zu kennen. Und Psalm 119, Vers 160 bringt das wunderbar auf den Punkt, da heißt es, die Summe, die Gesamtheit des Wortes Gottes ist die Wahrheit. So, und wenn wir jetzt diese Prinzipien zusammennehmen, also wenn du wie ich glaubst, dass die Bibel das Wort Gottes ist, wenn das unsere Grundlage ist, dann ist das schon mal gut. Und dann gehst du sicherlich wie ich davon aus, die Bibel widerspricht sich nicht selbst. So, und wenn wir das schon mal haben, dann können wir uns auch einzelne herausfordernde Dinge angucken. Weißt du, es geht nicht darum, das Wort Gottes jetzt irgendwie abzuschwächen, ganz und gar nicht. Und ich denke, wenn ihr Martin und Sigrid im letzten Jahr verfolgt habt und auch in diesem Jahr bei dem, was sie immer in Botschaft gebracht haben, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Also es ist immer ganz klar auf dem Wort gegründet und es liegt uns, es ist eigentlich das, was uns am fernsten liegt, das Wort Gottes irgendwie zu relativieren. Das heißt, wir wollen, wenn wir uns darüber unterhalten, wenn dann eine aus unserer Sicht falsche Auslegung angreifen. Das hat Jesus übrigens auch gemacht. Wenn du mal schaust in Matthäus Kapitel 19, da ist er in einem Streitgespräch mit den Pharisäern. Und die Pharisäer hatten damals eine absolut kranke Scheidungspraxis. Und wenn Jesus dann gegen das Bibelzitat vorgeht, was die Pharisäer ihm vor die Nase halten, dann macht er das, weil er ihre Auslegung angreifen will. Das musst du verstehen. Das, was die Pharisäer hatten, war eine kranke Scheidungspraxis und sie haben versucht, das mit dem Wort Gottes zu rechtfertigen. Also, das ist im Prinzip die Linie, die ich heute versuchen will zu legen. Ich möchte gerne, dass du siehst, wie das Wort Gottes in seiner Gesamtheit Aussagen trifft zu dem Thema. Und dann ist es viel einfacher, die Aussagen, die wir hier finden, auch in den Kontext einzubetten. Und so sollten wir grundsätzlich vorgehen. Martin hat ja gesagt, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr war Römer 13, naja, also im Studium haben wir es auch eher so theoretisch behandelt, was wäre wenn. Und jetzt auf einmal redet jeder davon. Bevor das so war, im seelsorgerlichen Kontext habe ich zum Beispiel wahrgenommen, dass leider, leider oft Epheser 5 Frauen gegenüber zitiert wurde, nämlich dieser Vers, die Frau sei dem Manne untertan. Ja? Und ich hatte wirklich auch Frauen in der Seelsorge. Und das, was ich dann mache in der Situation, ist, ich habe gefragt, so, die Leute haben dir also Epheser 5 um die Ohren gehauen, damit du die Klappe hältst. Haben sie denn auch den nächsten Vers zitiert? Und dann kam zurück, ja, wie, den nächsten Vers? Ja, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Und wisst ihr, einfach nur dadurch, dass du den nächsten Vers zitierst, hast du gleich mal das Ganze in ein ganz anderes Licht gerückt, als wenn du nur isoliert, die Frau mache sich dem Mann untertan.
Komischerweise ist es aber genau so, dass immer dieser Vers zitiert wurde. Und ich habe dann, wie gesagt, bewusst gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wurde der nächste zitiert? Und da konnte man dann ganz oft raushören, wenn das glaubwürdig mir dargestellt wurde, so eine Herzenshaltung, die dahinter steckte, warum denn der Vers zitiert wurde. Und wisst ihr, das ist eigentlich viel mehr das Problem. Es ist gar nicht so sehr das Problem, was wir tun, sondern warum wir es tun. Und wenn ich über diese Stelle spreche, zum Beispiel Epheser 5, dann habe ich es mir angewöhnt, wenn ich zum Beispiel im Predigtdienst bin oder so, habe ich es mir angewöhnt, auf dieser Stelle, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich habe mir angewöhnt, darauf rumzureiten, den überzubetonen, den am besten 5-mal zu zitieren und den anderen nur 1-mal. Wisst ihr warum? Ich habe erlebt, dieser Vers, die Frau mache sich dem Mann untertan, den brauchst du nur 1-mal zitieren und er bleibt sofort hängen, er bleibt irgendwie haften. Und das andere, da wird dann so nonchalant drüber weggegangen. Da wird so einfach, ja, das steht da auch noch irgendwie, aber die Frau soll ruhig sein. Und wisst ihr, so ähnlich ist es im Prinzip, dass man jetzt sagt, dir im Prinzip schon wieder sagt, du sollst ruhig sein, nur eben jetzt mit einer anderen Begründung. Ja? Und dieser Vers, ihr Männer liebt eure Frauen. Also da habe ich mir einfach angewöhnt, reite drauf rum und dann rückst du das Ganze in einen richtigen Kontext. Und so möchte ich es jetzt mal mit euch versuchen. Ich möchte mal mit euch schauen, was denn jetzt die Bibel eigentlich in ihrer Gesamtheit zu dem Thema Obrigkeit und Gehorsam und so sagt, damit wir ein gewisses Gefühl dafür bekommen, wie das Reden Gottes ist. Denkt dran, das ist unsere Überzeugung, das sind die Spielregeln. Die Bibel widerspricht sich nicht selbst. So, ich kann jetzt natürlich nicht die ganze Bibel zitieren, da gibt es wirklich viele Stellen, aber ein paar Highlights möchte ich dir doch erstmal mitgeben. Also, wir fangen mal an in 2. Mose Kapitel 1. Da wird berichtet von den sogenannten hebräischen Hebammen. Die hebräischen Hebammen haben ein ganz klares Gebot von der Obrigkeit, vom Pharao selber bekommen. Und was machen die hebräischen Hebammen? Die widersetzen sich dieser ausdrücklichen Anweisung und Gott lobt sie sogar noch im Anschluss. In 2. Mose 1, Vers 17 heißt es, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Aha, sie fürchteten Gott. Und weißt du, ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, wo es letztlich drum geht. Denn die Frage ist eigentlich, wen fürchte ich? Fürchte ich Menschen oder fürchte ich Gott? Rede ich Menschen zuliebe oder rede ich Gott zuliebe? Also eigentlich, ich werde gleich darauf eingehen, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um Römer 13,1. Sondern es geht wirklich darum, was wir wahrnehmen, was der Herr uns sagt und ob wir ihm in diesem Punkt gehorsam sind. Aber schauen wir mal weiter. Nach den Hebammen, die Hebammen bringen ja Kinder zur Welt, haben wir natürlich denjenigen, der im Prinzip, ich sag mal, der Nutznießer war, dass die erstgeborenen Israeliten dann doch nicht immer umgebracht wurden, nämlich Mose. Mose hat im Prinzip sein Leben einem solchen Ungehorsam zu verdanken. Und was hat Mose getan? Die Bibel berichtet uns in epischer Breite darüber, dass es Mose auf die ultimative Konfrontation mit dem zutiefst satanischen Regierungssystem der Ägypter hat ankommen lassen. Und auch sein Handeln, das Handeln von Mose, wird von Gott in seinem Wort positiv bewertet. Und weißt du was? Das ist absolut stimmig. Das macht absolut Sinn. Ich glaube nämlich, Mose war in vollkommener Übereinstimmung mit Römer 13, dazu später mehr. Zumindest war er ab dem Zeitpunkt in Übereinstimmung, wo er keinen Ägypter mehr umgebracht hat und Gott vertraut hat. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber zumindest, als er wirklich berufen, eingesetzt war und seine Mission hatte, da war er in perfekter Übereinstimmung mit Römer 13. Als nächstes haben wir die Geschichte von der Hure Rahab. Von der hat Martin, ich glaube, vor ein paar Wochen gesprochen. Die Hure Rahab im Buch Josua, die sich durch ihr Handeln sogar aktiv gegen das obrigkeitliche System gestellt hat. Und jetzt wird es spannend, wenn du nämlich das Neue Testament aufschlägst, Hebräer Kapitel 11, da wird diese Hure Rahab unter den Glaubenshelden aufgelistet. Also ihr Tun wird in den höchsten Tönen von Gott in seinem Wort gelobt. Das ist doch spannend, oder? Als nächstes möchte ich dich auf Daniel hinweisen. In Daniel 6 heißt es, dass der König als oberste Regierungsinstanz ein Gesetz erlassen hat, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an den König selbst, in die Löwengrube geworfen werden soll.
Und wie reagiert Daniel jetzt auf diese neue Verordnung, die übrigens auf einen Zeitraum von 30 Tagen begrenzt ist? Man könnte ja sagen, ach komm, 30 Tage, ne? Da kann man doch einfach mal die Klappe halten und danach ist ja alles wieder in Ordnung, richtig? Nee, so ist es nicht. Daniel hat nicht lange gezögert, in Daniel 6, Vers 11 heißt es. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo in seinem Obergemach offene Fenster, das ist offensichtlich wichtig, offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat. So wie er es vorher auch gemacht hat, hat er mit seiner Anbetung weitergemacht. Auch ein interessanter Punkt für uns, denke ich. Ja, daraufhin stürmte man dann in Daniels Haus und er wurde gefangen genommen. Im weiteren Verlauf zeigt Gott aber wiederum ganz klar, dass Daniel recht gehandelt hat und dass er von Gott geschützt wird. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Propheten, ich könnte sie alle aufzählen, aber das wird lange dauern. Ich nehme mal zwei Beispiele. Wir haben Elia, der sich ganz entschieden gegen die widergöttliche Staatsführung seines Landes gestellt hat. Und dann möchte ich dir noch ein Beispiel nennen, weil es gibt bei den Propheten, wie gesagt, so viele, die sind eigentlich das Paradebeispiel für Konfrontation mit der Obrigkeit. Ich möchte dir mal von Jeremia erzählen. In Kapitel 1 lesen wir von der Berufung und Beauftragung Jeremias. Und das ist echt spannend, was Gott zu ihm sagt. Hört euch das mal an. Jeremia 1. Und zwar Jeremia 1, Vers 18 bis 19. Da sagt Gott zu Jeremia: Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Interessant. Die Könige und die eingesetzten Regierenden auf der unteren Ebene, sagt Gott, die werden alle gegen dich sein. Komisch. Warum sollte Jeremia denn gegen die aktiv vorgehen? Also es gäbe hier noch wirklich viele Beispiele, aber jetzt möchte ich mal aufs Neue Testament wechseln und ich möchte dir von Paulus erzählen. In der Apostelgeschichte haben wir ein paar interessante Stories von Paulus, die direkt zu dem Thema sprechen. Einmal ist das zum Beispiel Apostelgeschichte 16. Da ist Paulus in Philippi und da haben sie den Paulus übrigens vollkommen rechtswidrig ohne einen Prozess als römischen Bürger eingekerkert. Und nachdem das Ganze aufgeflogen war, wollten sie ihn einfach still und leise wegschieben. Und sie wollten im Prinzip die Sache unter den Teppich kehren. Ah ja gut, hier Paulus, komm, sieh zu, dass du weggehst und wir reden nicht mehr drüber. Aber jetzt passiert Folgendes. Wie reagiert Paulus darauf? In Apostelgeschichte 16, Vers 37 lesen wir Folgendes. Paulus sagt: Erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen, dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Paulus sagt den Vertretern der Obrigkeit hier also ganz klar, so geht das nicht. Ich bestehe darauf, dass ich rehabilitiert und mit allen öffentlichen Ehren hinausgeleitet werde. Das ist doch ein spannender Punkt, oder? Der ist aus meiner Sicht für heute sehr relevant. Für uns, für mich persönlich ist er relevant. Ich komme vielleicht später noch drauf. Wie wir daran sehen können, ist es vollkommen legitim, sich als Christ auf geltendes Recht zu berufen, wenn man der Meinung ist, dass die staatliche Gewalt sich übergriffig verhält. Sollte man auch auf jeden Fall mal festhalten. Und jetzt noch ein zweites Beispiel, wieder von Paulus, wieder in der Apostelgeschichte, Kapitel 22. An anderer Stelle macht Paulus das wie folgt. In Apostelgeschichte 22, Vers 23 bis 25, sollte Paulus von Seiten der Staatsgewalt verhört und gegeißelt werden. Und da hat Paulus sich auch nicht einfach anbinden lassen, so ganz demütig, oh, die Staatsgewalt hat es angeordnet, sondern er hat gesagt, so nicht. Ich bin römischer Bürger, ihr dürft das nicht. Ein römischer Bürger hat gewisse Grundrechte. Auch hier hat er sich sofort dagegen zur Wehr gesetzt. Es ist vollkommen in Ordnung, das können wir daraus ganz klar schließen, sich gegen die Obrigkeit, die Staatsgewalt auf geltendes Recht zu berufen. Vollkommen legitim, vollkommen normaler Prozess. Das ist etwas,
was ich persönlich auch im Prinzip anwende. Also, das ist erstmal eine ganz grobe Übersicht. Es gibt, wie gesagt, da noch viel zu sagen, aber ich möchte erstmal einen kleinen Überblick geben. Das ist in ganz groben Linien das Reden der Bibel zu diesem Thema, wo Menschen in so einem Spannungsfeld sich mit der Obrigkeit befanden. Wir haben hier wiederholt Beispiele in der Bibel, wo Menschen sich nicht nur in gerechter Art und Weise gegen die Regierung gestellt haben, sondern wo das auch noch in besonderer Art und Weise gelobt wurde. Das ist für mich hier besonders relevant, dass Gott das immer lobend erwähnt in seinem Wort. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Die Hebammen, Mose, Daniel, Elia. Dann hätte man zum Beispiel auch Jesaja nennen können. Ich habe Jeremia erwähnt, Paulus. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Und jetzt die Frage, steht irgendeiner von denen im Widerspruch zu Römer 13, Vers 1? Steht irgendeiner von denen im Widerspruch? Meine Meinung ist nein. Mein Grundsatz ist, die Bibel widerspricht sich nicht selber. Die Bibel ist Gottes Wort und Psalm 119. Die Bibel ist in ihrer Summe, in ihrer Gesamtheit das Wort Gottes. Denkt dran, das Prinzip wiederum steht geschrieben. Also, das heißt, unsere Auslegung der Bibelstelle muss sich mit der Wahrheit des ganzen Wortes Gottes decken und darf nicht im Widerspruch dazu stehen. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Den darf man nicht aus den Augen verlieren. Wenn du also ein Verständnis, es geht wirklich um unsere Auslegung, es geht nicht darum, das Wort Gottes zu hinterfragen, es geht darum, wie verstehen wir es. Wenn du also ein Verständnis von einer bestimmten Bibelstelle entwickelt hast und dieses Verständnis passt nicht zu den Aussagen anderer Schriftstellen, dann ist es aus meiner Sicht höchste Zeit, den Herrn zu suchen und dir von ihm die fragliche Bibelstelle einfach mal erklären zu lassen. Und das ist eigentlich das, worum es mir bei der ganzen Thematik geht, nämlich, was sagt der Herr? Ich habe gerade gesagt, aus meiner Sicht ist Römer 12 eigentlich das Thema, worüber Gott mit uns sprechen will. Nämlich, passt euch nicht dieser Welt an, lasst euer Denken erneuern, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Und das können wir nicht, wenn wir einfach unreflektiert Bibelverse raushauen. Dann müssen wir uns wirklich hinstellen und müssen sagen, Herr, hier bin ich. Und ich möchte dich einfach einladen, genau das zu tun. Ich möchte jetzt zwei Verse aus dem sicherlich bei vielen wohlbekannten Psalm 139 proklamieren. Und ich lade dich einfach ein, wenn du noch nicht genau weißt, wie du zu dem Thema stehen sollst oder wenn du vielleicht auch eine andere Meinung hast, dass du sagst, okay, aber ich stelle mich jetzt trotzdem ins Licht Gottes. Weißt du, es ist eigentlich nicht wichtig, was ich sage oder was du sagst, es ist wichtig, was Gott sagt. Deswegen möchte ich proklamieren und es soll auch ein Gebet sein, dass wirklich wir als Volk Gottes auf den Herrn schauen, auf das, was er will, was er sagt. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Weißt du, dieses Erkenne, wie ich es meine, das ist für mich sehr wichtig. Es geht um unsere Herzensmotive. Der Herr erkennt das, der Herr weiß, wie wir es meinen. Aber es ist wichtig, dass wir das auch verstehen, dass wir auch merken, wie wir es meinen, was denn unsere Motive sind. Es ist in erster Linie nicht so wichtig, was wir tun. Wenn wir wirklich gucken wollen, wie wir es meinen, müssen wir uns fragen, warum tue ich eigentlich, was ich gerade tue? Ja? Und ihr habt den Titel schon gehört. Der Gesamttitel des Abends ist, wo bist du positioniert? Wie bist du positioniert? Und das Unterthema ist Römer 13 und die Grenzen unseres Gehorsams. Da sind wir ja schon in einer ganz bestimmten Richtung unterwegs. Und weißt du, es geht dabei aus meiner Sicht darum, dass wir uns auf die Suche nach der roten Linie machen. Wir müssen die rote Linie suchen. Und was meine ich damit? Ich möchte das mal an zwei relativ einfachen Beispielen verdeutlichen. Frage 1. Kann der Staat uns vorschreiben, dass wir auf dem Weg zur Gemeinde 30 fahren müssen? Also wir sind ja hier unter uns. Ich muss dir gestehen, ich bin mal auf dem Weg zum Predigen geblitzt worden. Sonntags morgens um 9 Uhr. Hätte ich nie gedacht. Ich habe auch das Schild übersehen, dass da eine 30er-Zone ist. Und ich hätte nie gedacht, dass sonntags morgens um 9 Uhr die Polizei blitzt, weil da ist ja fast keiner unterwegs, außer vielleicht die Gastprediger, die dann schnell zur Gemeinde wollen. Naja, auf jeden Fall, ich bin geblitzt worden. Und jetzt ist die Frage, kann der Staat uns das vorschreiben? Ja, klar. Und wenn ich ein Knöllchen kriege, muss ich das bezahlen? Natürlich muss ich das bezahlen, weil ich in diesem
gesetzten System agiere. Jetzt eine andere Frage. Kann der Staat uns vorschreiben, dass wir unseren Glauben wechseln und zu einer afrikanischen Stammesreligion wechseln müssen? Kann er uns das vorschreiben? Müsstest du auch sagen, ja, hier steht ja, macht euch der Obrigkeit untertan, also wechsle ich jetzt zur Stammesreligion oder wie? Und die Antwort, das wissen, glaube ich, die meisten, ist offensichtlich, die Antwort ist nein. Das kann er natürlich nicht, denn wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also an diesen beiden Beispielen ist relativ deutlich, es gibt den Bereich, da ist vollkommen eindeutig, wir müssen gehorchen. Und es gibt den Bereich, da ist völlig eindeutig, wir dürfen nicht gehorchen, denn es wäre Sünde zu gehorchen. So, und jetzt ist die spannende Frage, wo verläuft denn jetzt die rote Linie? Wo ist die Trennlinie, wo wir sagen müssen, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Wo läuft die? Und ich glaube, viele Menschen haben Schwierigkeiten zu verstehen, wo diese rote Linie ist. Viele Menschen tun sich da schwer mit oder fühlen sich irgendwie nicht kompetent oder befähigt, diese Frage zu beantworten, wo die rote Linie verläuft. Und ich möchte heute mal ein bisschen einsteigen in diese Richtung. Ich werde dir auch konkrete Beispiele nennen, wo aus unserer Sicht die rote Linie ganz deutlich überschritten ist, wo die Grenze unseres Gehorsams ist. Und weißt du, mein Aufruf an dich ist, hör jetzt nicht so sehr auf das, was ich sage, ob ich dir das jetzt eloquent präsentieren kann oder so, das ist überhaupt nicht die Sache. Sondern die entscheidende Frage ist, was sagt der Herr? Jeremia 23, 25, da heißt es, vielmehr sollt ihr einer mit dem anderen reden und zueinander sagen, was hat der Herr geantwortet? Und was hat der Herr gesagt? Ihr sollt miteinander reden, ihr sollt fragen, ihr sollt prüfen, sagen, hey, was hat der Herr gesagt? Hast du einen Eindruck? Weißt du, wo die rote Linie verläuft? Was hat er uns gesagt in dieser konkreten Situation? Wie sollen wir mit der Situation umgehen? Was sagt der Herr? Epheser 5, Vers 17. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und wie gesagt, Römer 12, was aus meiner Sicht auf Gottes Herzen ist für das Volk Gottes. Passt euch nicht dieser Welt an. Lasst euer Denken erneuern, damit ihr erkennt, was der Wille des Herrn ist. Also darum geht es aus meiner Sicht. Wir können jetzt Auslegungen austauschen. Ich kann dir jetzt was zu griechischen Begriffen sagen, werde ich auch tun. Aber darum geht es eigentlich nicht im Kern, sondern die Frage ist, was sagt der Herr? Und er sagt es immer wieder in seinem Wort. Wir sollen nicht unverständlich sein. Wir sollen erkennen, was sein Wille ist. Und Hosea hat es mal so ausgedrückt. Also Gott hat durch Hosea gesprochen, mein Gott, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ja, das ist also eine ernste Sache. Und ich möchte dich ermutigen, mit dieser Haltung jetzt mal an das Thema ranzugehen. Römer 13. Ich lese nochmal den Vers vor, Römer 13,1, und ich habe dir mal zwei Übersetzungen mitgebracht. Das ist aus meiner Sicht relativ wichtig, weil wir müssen tatsächlich genau in den Text gucken. Aus meiner Sicht hat sich eingeprägt die Übersetzung von Luther, die ist aber nicht so ganz genau. Die Elberfelder ist hier ein bisschen exakter. Dazu später mehr. Ich lese die beiden Übersetzungen einmal vor. Luther hat Folgendes übersetzt. Römer 13,1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Soweit Luther und jetzt einmal die Elberfelder. Ich erkläre dir später noch, warum das wichtig ist. In der Elberfelder heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Amen dazu, genau so ist es. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die Knackpunkte? Aus meiner Sicht, macht euch der Obrigkeit untertan. Wir müssen uns zwei Begriffe angucken. Wenn wir uns der Obrigkeit untertan machen wollen, sollen, Nummer eins, die Obrigkeit und Nummer zwei, das Untertan machen. Ich fange mal an mit Untertan. Das geht ein bisschen schneller. Im Griechischen steht für das Wort Untertan Hypotasso. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Hypo heißt einfach drunter und Tasso heißt einfach werfen. So, so einfach ist das. Drunter werfen, unterwerfen. Das Wort unterwerfen klingt so ein bisschen auch militärisch und das ist tatsächlich auch gemein. Das erinnert vielleicht jemanden auch an weiße Fahne. Wir ergeben uns, wir unterwerfen uns der Besatzungsmacht, was auch immer. Und das ist im Prinzip auch gemeint. Du musst bedenken, dieser Text wurde vor 2000 Jahren geschrieben, ungefähr. Und Paulus hat ein ganz bestimmtes Publikum
angeschrieben. Die Gemeinde in Rom, natürlich auch erstmal den Leib Christi im Allgemeinen. Und zu der Gemeinde in Rom gehörten auch einige Judenchristen. Das sind eben die Menschen, die, wie man in der Bibel sagt, aus der Beschneidung kommen und die dann aber zur Erkenntnis gekommen sind, Jesus ist der Messias und ich nehme ihn an. So, das Volk der Juden hat eine, ich sag mal, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, aber das Volk der Juden hat eine recht gewaltbereite Vergangenheit. Martin hat uns mal von dem Bar Kochba-Aufstand erzählt. Der war im 2. Jahrhundert nach Christus. Richtig krasses Blutvergießen. Der Bar Kochba, der eigentlich einen anderen Namen hatte, der Sohn der Lüge heißt, hat sich als Messias ausgerufen, die Leute zu den Waffen gerufen mit dem Versprechen, ich befreie euch von der Besatzungsmacht, ich befreie euch von den Römern. Es gab wirklich 4 Jahre Krieg und das ist in der Katastrophe geendet für die Juden, für das Volk Israel. Und eigentlich, wenn man die Geschichte sich anguckt, ist es immer in der Katastrophe geendet, wenn da jemand aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin der Messias, alle mir nach, nehmt euch ein Schwert oder eine Keule, was auch immer ihr kriegen könnt, wir verstecken uns in den Bergen und wir versuchen die Besatzungsmacht, zum Beispiel die Römer, aber die Israeliten waren von verschiedenen Mächten besetzt, wir versuchen sie aus dem Land zu schmeißen. So. Und das war wirklich katastrophal, das war wirklich katastrophal und die Botschaft, gerade natürlich an die Juden, die sich bekehrt hatten zu Jesus, aber natürlich an das gesamte Volk Gottes, ist, hey, wir sind Teil des neuen Bundes, Epheser 6, unser Kampf ist gegen Mächte und Gewalten der Himmelswelt und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir unterwerfen uns den gegebenen Systemen. Wir unterwerfen uns dem. Und das ist erstmal so zu verstehen. Es ist ganz wichtig. In Römer 13, wenn du weitergehst, schreibt Paulus, die Obrigkeit hat das Schwert, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Und damit meint er nämlich genau das, nämlich das Gewaltmonopol. Die gesetzte, von Gott gesetzte Obrigkeit hat das Gewaltmonopol. Und wir werden gewarnt davor, es bloß nicht darauf ankommen zu lassen, irgendwelche Systeme, die uns nicht passen, zu kippen. Und das ist erstmal was Grundsätzliches. Also egal, zum Beispiel, wenn ich jetzt an unsere Geschwister in bestimmten asiatischen Ländern denke oder so, die übrigens mit Römer 13 wahrscheinlich gar nicht so einen Stress haben, das auszulegen, zu verstehen, die sollen auch nicht sich gewaltsam organisieren, um das Land, um die Regierung, die sie so niederdrückt, zu stürzen. Weißt du, diese Aufgabe, die übernimmt jemand anders. Diese Aufgabe gebührt Jesus Christus selbst. Das sehen wir in Daniel 2. In Daniel 2 wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass Jesus, der Fels, derjenige ist, der das widergöttliche System letztlich zum Kollabieren bringt. Ja? Jesus ist derjenige. Wir haben diesen Traum von Daniel, wir haben die Statue dem goldenen Haupt und dann geht es weiter abwärts mit den verschiedenen Edelmetallen. Ja? Das sind verschiedene reiche Weltsysteme. Ja? Und es ist nicht an uns, die zum Kippen zu bringen. Zumindest nicht durch Waffengewalt, durch materielle, ich sag mal, im natürlichen Sinne angewendete Waffengewalt. Wir kämpfen im Geistlichen. Ja? Und derjenige, der das Ganze zum Kollabieren bringt, derjenige, der es zum Einstürzen bringt, ist der Fels selbst, Jesus Christus. Ja? Und ich glaube, das ist für uns hochrelevant. Aber bevor das passiert, muss zuerst noch die abgrundtiefe Bosheit der momentan vorherrschenden Elite offenbar werden. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese Zeit ist wirklich ganz nah herangerückt. Und ich glaube, Dinge von krassester Bosheit werden ans Licht kommen. Jesus selber hat gesagt in Lukas 12, Vers 2 bis 3, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Und es wird offenbar werden. Und ich bin davon überzeugt, er meinte das so, bevor dieses Weltzeitalter abläuft, wird es alles ans Licht kommen. Und wir sind kurz davor, dass dieses Weltzeitalter abläuft. Ja? Also das ist erstmal der grundsätzliche Kontext, den wir bedenken müssen, wenn wir dieses Wort Hypotasso, was eben mit Unterwerfen ausgedrückt wird, wenn wir das sehen. Es geht erstmal darum, wir haben nicht die Systeme mit Gewalt zu kippen. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wenn das System gesetzt ist, dann ist es so wie bei Daniel in dem Traum gesetzt. Das System, das gerade da ist, ist gerade da. Aber wir schauen auf Jesus, wir schauen auf ihn,
der das Ganze dann auch zum Ende bringen wird. So, aus meiner Sicht etwas komplizierter ist das mit dem Thema Obrigkeit. Da möchte ich dich mal einladen, einmal drüber nachzudenken, was ist denn das Erste, was mir vor Augen kommt, wenn ich das Wort Obrigkeit höre? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Obrigkeit hörst? Ich weiß jetzt nicht, was deine erste Assoziation war. Viele von uns haben tatsächlich, wenn ich frage, Menschen frage ich, ich frage sie öfter mal, wenn ich über das Thema spreche, viele haben einfach Politiker vor Augen. Politiker aus der Regierung. Das ist die Obrigkeit. Und ich frage dich das nicht, um zu sagen, falsch gedacht, sondern ich habe ja ähnliche Assoziationen. Das geht erstmal nur darum, um uns bewusst zu machen, wie wir eigentlich gedanklich konditioniert sind. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie sieht das aus? Ist das wirklich so? Ist das die Grundlage, auf dem unser Staat aufgebaut ist? Ich möchte jetzt einen ganz kleinen Überblick geben zu dem Thema. Bitte, das ist nicht vollständig, das ist nicht komplett. Das kann man jetzt nicht verwenden, um irgendwie eine Vorlesung über Staatstheorien zu halten. Es geht mir nur darum, einen Punkt zu verdeutlichen. Also, ja, ein kleines Schema von unserem Staat, wie der aufgebaut ist. Aber das ist nicht erschöpfend, ja? Nicht erschöpfend, wir gucken mal. Also die Frage ist, was ist denn die Grundlage? Und die Antwort ist, was ist die Grundlage unseres Staates? Es ist das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist unsere Grundlage. Und da heißt es zum Beispiel in Artikel 4 Grundgesetz, nur mal damit du so ein Feeling kriegst für das, wenn du es nicht kennst, was so im Grundgesetz steht. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Halleluja. Und die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Super. Also auf gut Deutsch steht im Grundgesetz, du darfst in unserem Land glauben, was du willst, du darfst deinen Glauben bekennen, wie du willst, und du darfst deinen Glauben ausüben, wie du willst, und der Staat hat sich daraus zu halten. Der Staat hat keine Autorität, den Bürgern in ihren Glauben oder in ihren Gottesdienst hineinzureden. Und um sicherzustellen, dass der Staat das auch nicht tun kann, wurde in unser Grundgesetz das Grundrecht auf Religionsfreiheit aufgenommen. Denn, und jetzt, das ist wichtig, Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Ich sage das nochmal. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das wurde gegeben vor ungefähr 70 Jahren, damit der Bürger was in der Hand hat, um dem Staat etwas entgegenzuhalten, wenn der Staat sich dann doch mal erdreisten sollte, wenn er doch mal übergriffig werden sollte, soll der Bürger sich wehren, und die Verfassung fordert den Bürger sogar dazu auf, er soll sich wehren, indem er dem Staat dieses Grundrecht entgegenhält und sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und, ganz wichtig, daran darf auch nicht gerüttelt werden. Artikel 1, Absatz 2 Grundgesetz, da steht Folgendes. Das deutsche Volk bekennt sich zu unverletzlichen und, Achtung, zu unveräußerlichen Grundrechten. Es bekennt sich zu unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage. Und in Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz heißt es, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung und vollziehende Gewalt. Was ist die vollziehende Gewalt? Das ist die regierende Gewalt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung, also die Gerichte, als unmittelbar geltendes Recht. Also das gilt immer, deswegen ja Grundgesetz. Okay? Es ist wichtig, dass wir es verstehen, weil das ist, glaube ich, noch in manchen Teilen der Bevölkerung noch nicht so angekommen. Grundrechte, die man wegnehmen und wieder zurückgeben kann, sind keine Grundrechte. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das wäre eine Imitation von Grundrechten. Wesen und Sinn von Grundrechten besteht darin, dass sie unverletzlich und unveräußerlich sind. So, und jetzt kommt etwas, was dann für uns wichtig ist bei der Frage nach Obrigkeit. Das Grundgesetz nennt sogar den Souverän, die Obrigkeit dieses Staates. In Artikel 20, da heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Bundesstaat. Demokratisch bedeutet Herrschaft des Volkes. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
So, der Martin hat das ja die letzten Wochen immer so schön vorgemacht. Ich versuche das jetzt auch mal mit der Tafel. Ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege wie der Martin. Aber dann habt ihr zumindest mal eine Skizze. Und wir blenden das auch kurz ein als Übersicht, aber es ist ja dann gleich wieder weg. Und wenn ich das weiter beschäftige, dann hast du es zumindest hier im Hintergrund. Ich probiere es einfach mal mit der Skizze. So, hier kommt die. Für die regelmäßigen Gäste des Livestreams wohlbekannte Tafel. Ah, wunderbar. Also, Grundlage, Grundgesetz. Und das Grundgesetz sagt, ja, das Volk ist der Souverän. Das ist schon mal ganz wichtig. So, das heißt, absolute Grundlage dieses Systems ist das Grundgesetz. Und das Grundgesetz sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wunderbar. So, also das ist die absolute Basis von dem Land, in dem wir leben, von dem System, in dem wir leben, den wir uns ja unterordnen sollen, unterwerfen sollen, wie Römer 13,1 sagt, hypotasso. Ja, das ist das Wort. So, also Grundgesetz sagt, Herrscher ist der folgende. Das Volk ist der Souverän. Das Volk ist der Herrscher. Wunderbar. So. Also, das Volk ist der Souverän. Ich muss mir das hinterher auch mal im Video angucken. Ich weiß nicht, ob ich das so schön darstellen kann wie der Martin, aber egal. Ihr habt dann zumindest ein bisschen was. Ich schau mal. Also, das Volk ist der Souverän dieses Staates. Demokratie bedeutet ja Volksherrschaft. So, und jetzt ist es natürlich so, es können sich nicht 80 Millionen Deutsche, also die Obrigkeit, die 80 Millionen Deutsche, können sich nicht alle, ich sag mal, mit der Führung der Armee oder mit der Planung des Baus neuer Straßen beschäftigen. Man braucht für das ganze Volk also dienende Stellvertreter, die sich darum kümmern. Ja, was macht man jetzt? Was machen die 80 Millionen jetzt? Wir müssen ja irgendwie Leute benennen, die sich darum kümmern. Aber wer kümmert sich um die Armee, wer kümmert sich um die Straßen? So, es passiert Folgendes. Das Volk wählt sich eine Gruppe von Vertretern, die das Parlament bilden. So. Also, ne? Okay. Das Volk wählt. Jetzt wird mir gerade gesagt, schwarz ist besser. Sieht jetzt natürlich dann, soll ich das nochmal übermalen? So, okay, wir versuchen es mal. Das Volk wählt also ein Parlament, Stellvertreter. Und diese Volksvertreter machen darauf Folgendes, die wählen daraufhin eine Regierung. Und diese Regierung muss sich auf dem Boden des Grundgesetzes um die Ausgestaltung unserer Ordnung kümmern. Aber sie müssen sich immer und zu jeder Zeit am Grundgesetz messen lassen. Da lese ich dir gleich auch noch was zuvor. Erstmal hier die Regierung. So. Also, das Parlament, die Volksvertreter, weil das ja nicht, das wäre umständlich, wenn das 80 Millionen gleichzeitig machen, die wählen also eine Regierung. So, aber das ist nicht alles, sondern sie haben noch eine Aufgabe, nämlich die Regierung und ihr Handeln auch zu kontrollieren. Ganz wichtiger Punkt, das Parlament hat eine Kontrollfunktion. Also, kontrolliert. So, wie gesagt, ist nur ein schematischer Überblick.
Die Minister, also die Regierung besteht aus Ministern. Und da mal so nebenbei gefragt, was heißt das Wort Minister? Wenn du es einfach von seiner Bedeutung übersetzt, das Wort Minister heißt Diener. Und das ist auch genau das, was sie sind. Diener. Die Minister, also diese Diener, leisten einen Eid darauf und schwören, dem Volk zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden. Jetzt mal so als kleiner Nebenbemerkung, einen Eid zu brechen, ist in der Bibel übrigens keine Kleinigkeit, sondern zieht heftige Konsequenzen nach sich. Ja? Die Maßgabe der Altkanzler nach dem Zweiten Weltkrieg war auch, dass die Regierenden dem Volk dienen sollen. Warum sollen sie das tun? Weil sie genau das sind. Diener. Ganz logisch. Und der Diener dient natürlich dem Volk. Die Diener, und ich bin jetzt gerade hier in Hessen, ja, also hier in Hessen sind das Minister und die haben dann noch einen Ministerpräsidenten, also sozusagen einen leitenden Diener. Die sind dann eben, bilden die Regierung und die haben jetzt eben die Aufgabe, auf Basis des Grundgesetzes unsere Ordnung zu gestalten, müssen sich aber immer am Grundgesetz prüfen lassen. Das haben wir ja gerade in Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz gelesen, wo es heißt, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, da kommen wir gleich noch zu, die sind hier, vollziehende Gewalt, das ist die Regierung, und die Rechtsprechung. Sorry, ich habe mich vertan, Gesetzgebung ist natürlich hier, das Parlament ist die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt, Regierung, und dann haben wir noch die hier, nämlich die Gerichte, das ist die dritte Gewalt im Staat. Gerichte. So, was haben die Gerichte? Die haben natürlich, es gibt verschiedene Gerichte, aber ich nehme jetzt mal die Gerichte, die die Aufgabe haben, auf das Handeln der Regierung zu schauen. Wie gesagt, die Skizze ist nicht komplett. Aber diese Gerichte haben ebenfalls wie das Parlament eine Kontrollfunktion. Sie kontrollieren und wenn Sie beim Kontrollieren zum Ergebnis kommen, nee, das ist alles nicht so koscher, das ist nicht auf dem Boden der Gesetze, dann untersagen Sie sogar rechtskräftig bestimmtes Regierungshandeln. Also das ist auch etwas, was die Gerichte tun. Sie untersagen den Dienern des Staates, den Ministern, bestimmte Aktionen. So. Also, wir sehen, wir haben hier verschiedene Einflussgrößen und das ist eben das, was man auch mit Gewalten Teilung meint, ja, die Gewalt, das ist übrigens das, was in der Bibel steht, Exousia im Griechischen, die Gewalt ist in unserem System geteilt. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, da komme ich gleich noch drauf. Erste Gewalt ist das Parlament, die Gesetzgebende. So, ist ja noch richtig sportlich heute hier. Dann die Regierung, das ist die Ausführende, das ist die zweite Gewalt in unserem System. So, und dann haben wir hier die dritte, das sind die Gerichte. Es gibt noch eine inoffizielle Gewalt, das ist die sogenannte vierte Gewalt, das sind die Medien, aber da möchte ich heute nicht drüber sprechen, denn das würde definitiv zu weit führen. Aber das ist erstmal so im ganz Groben. Also hier, das hier ist die absolute Basis, das Grundgesetz. Darauf gründet alles. Und das Grundgesetz sagt ganz klar, wir haben einen Souverän, die Obrigkeit ist das Volk. Jetzt kann das Volk nicht sich um alles kümmern, deswegen wählt das Volk eben Vertreter mit der Maßgabe, dass diese Vertreter dienen. Und diese hier sollen das sogar per Eid dokumentieren, dass sie dem Volk dienen und Schaden von ihm abwenden. Diese hier, ja, könnt ihr euch sogar angucken. Und wie gesagt, das ist keine Kleinigkeit im Geistlichen, sowas gering zu achten. Und dann haben wir noch die
Gerichte. So, jetzt gab es im März ein sehr interessantes Zitat im Focus Online. Das ist der Focus Online-Artikel vom 7.3.2021. Da hat man einen Richter interviewt zu der Situation in Deutschland, wie er das einschätzt. Und der Richter hat in diesem Artikel vom 7.3.2021 Focus Online Folgendes gesagt. Es handelt sich um Amtsrichter Thorsten Schleif. Er sagt, viele scheinen vergessen zu haben, dass der Bürger der alleinige Souverän dieses Landes ist. Regierung, Gesetzgebung und Rechtsprechung sind nur Diener dieses Souveräns. Ich lese das nochmal vor. Der Richter, Amtsrichter Thorsten Schleif, hat gesagt, viele scheinen vergessen zu haben, dass der Bürger der alleinige Souverän dieses Landes ist. Regierung, Gesetzgebung und Rechtsprechung sind nur Diener dieses Souveräns. So, das fand ich schon mal ein ziemlich bemerkenswertes Zitat von jemandem, der selber in diesem System noch aktiv ist. Er ist ein aktiver Amtsrichter. Kannst du im Internet gucken, der verhandelt noch Fälle. So, was mich noch mehr beeindruckt hat, das kam heute. Ich habe vor ein paar Stunden habe ich in der Berliner Zeitung etwas gelesen. Das haben wir euch jetzt sogar als Videoclip vorbereitet. Das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich sage da gleich noch was zu. Und zwar hat die Berliner Zeitung im Bericht von heute, der ist ein paar Stunden alt, von einem weiteren Richter erzählt. Ein Richter, der 40 Jahre als Richter tätig war. Es handelt sich um Richter Dr. Manfred Kölsch. Und Dr. Manfred Kölsch hat sich wohl gestern, zumindest ist dieses Video gestern veröffentlicht worden, auf das die Berliner Zeitung hinweist, dieser Dr. Manfred Kölsch aus Trier hat sich zu Wort gemeldet, weil er mit dem Handeln dieser Regierung, er geht auch noch auf andere ein, nicht einverstanden ist. Und jetzt hört mal rein in dem Clip, was er dazu zu sagen hat. Wir hören jetzt einmal das Statement, das ist unter 2 Minuten von Richter Dr. Manfred Kölsch. Ich bin Manfred Kölsch. In meiner fast 40-jährigen Tätigkeit als Richter hätte ich mir nie gedacht, dass ein Virus die deutsche Verfassungsarchitektur aus den Angeln heben könnte. Der Föderalismus wird mithilfe der Ministerpräsidenten zu Grabe getragen. Der beschlossene Inzidenzwert Automatismus verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip, da es ein Maßnahmegesetz ist, und die Verkürzung des Individualrechtsschutzes verstößt gegen Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. 80 Millionen Bürger werden von einem Lockdown in den anderen geführt, aufgrund von unzulänglichen PCR-Tests und beliebigen Inzidenzwerten ohne sichtbaren Erfolg. Dabei werden die tatsächlich Gefährdeten nicht ausreichend geschützt. Unsere Kinder gehören sicherlich nicht zu den Gefährdern oder den Gefährdeten. Das ist vielfach belegt. Und dennoch werden sie täglich mit Tests, Masken und bald auch Impfungen traktiert. Mit einem beschlossenen Inzidenzwert von 165, der geradezu an Willkür grenzt, steht ihnen der nächste Lockdown bevor. Ich protestiere gegen diese unverhältnismäßigen Maßnahmen der Exekutive, aber auch gegen die unzulängliche Kontrolle der Exekutive durch die Rechtsprechung. Ich protestiere speziell dadurch, dass ich jetzt das mir vor vielen Jahren verliehene Bundesverdienstkreuz zurückgebe. Soweit also der Beitrag. Wie gesagt, es ist ganz aktuell. Und was ich dazu sagen möchte, ist einfach Folgendes. Also dieser Mann hat 40 Jahre knapp hier in diesem Bereich gedient als Richter. Und ich weiß jetzt nicht warum, ich kenne den Herrn nicht, aber er hat ein Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Zwei Gedanken dazu. Erstmal, aus meiner Sicht kann dieser Mann nicht in den Verdacht kommen, dass er dem System besonders kritisch gegenübersteht. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist,
ein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben, ist aus meiner Sicht keine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, was es diesem Mann bedeutet hat, aber man hört immer wieder von Menschen, die diese Auszeichnung, also sozusagen die höchsten Ehren des Staates, verliehen bekommen haben, dass denen da wirklich auch etwas dran gelegen ist. Und ich finde es so beachtlich, wenn jemand, der 40 Jahre in diesem System dient, ich denke, der hat schon einen gewissen Überblick und der kann Dinge auch einschätzen. Und der wird sicherlich nicht bei jeder kleinsten Problematik darüber nachgedacht haben, sein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Das heißt, ich denke mal, damit verleiht er seinem Protest auch einen extrem großen Ausdruck und unterstreicht es natürlich. Ich weiß nicht, wie sehr er an diesem Bundesverdienstkreuz gehangen hat, aber allein die Tatsache, dass er es zurückgibt und sich so in die Öffentlichkeit stellt, ja, wie gesagt, die Medien haben heute darüber berichtet, das ist schon ein ganz, ganz bemerkenswerter Vorgang. Also nochmal zurück hier zu dem System. Ich möchte das einfach nochmal zusammenfassen. Also wir leben hier als Volk Gottes in Deutschland. Das ist das obrigkeitliche System, dem wir uns untertan machen sollen, dem wir uns unterwerfen wollen, um es nochmal korrekter zu übersetzen. Und das oberste Prinzip dieses unseres Landes ist die Gewaltenteilung. Das ist das oberste Prinzip. Die Verfassung, also das Grundgesetz, wurde ja zu einer Zeit geschrieben, als man noch unter den Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs stand und man wollte wirklich verhindern, dass das nochmal passiert. Also die oberste Absicht, also oder eine ganz hohe Absicht war, durch die Verfassung des Grundgesetzes zu verhindern, dass es nochmal zu so einer Entwicklung kommt. Man hat sich im Prinzip von dem Satz leiten lassen, es soll nie wieder eine Bündelung der Macht. Also das hier, was in verschiedene Hände gelegt worden ist, man wollte verhindern, dass das wieder zusammengerafft wird, und Bündelung bedeutet wörtlich übersetzt Faschismus. Man wollte verhindern, dass es wieder zu faschistischen Tendenzen kommt. Das war das oberste Prinzip. Und Gustav Heinemann, ein ehemaliger Bundespräsident, fasst das Ganze wie folgt zusammen. Gustav Heinemann sagt, die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Da sollten wir als Christen, die wir uns gerade damit beschäftigen, aufhorchen. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. So, und jetzt wird's konkret. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, nein, 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 sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Und jetzt Achtung, wir als Christen wollen ja uns unterordnen, dem System auch ja durch das, was wir können, dienen. Jetzt Achtung, der Bürger hat das Recht und die Pflicht, also wir wollen dem Volk dienen, nicht dem System natürlich, aber der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Hey, der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland formuliert hier eine Pflicht für uns, der wir uns ja im Prinzip dann auch unterstellen sollten. Die Pflicht, sagt er, ist hier, wenn der Bürger glaubt, dass die Regierung rechtsstaatliche Grundsätze missachtet und demokratische Rechte missachtet, dann hat er die Pflicht, diese Regierung zur Ordnung zu rufen. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz konkret in den Gemeindekontext gehen, das, was uns leider berichtet wird, vielfach, ich habe es wirklich jetzt schon sehr, sehr oft gehört, und es betrifft hier nicht einzelne Gemeinden, sondern du hast es im Westen, im Osten, im Norden, im Süden. Du hast es immer wieder, dass Menschen zum Beispiel in Hauskreisen oder einfach mit denen, die sie aus der Gemeinde kennen, dass sie sagen, hey, also irgendwas ist hier komisch, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas läuft doch hier nicht so ganz richtig. Und dann in so einer Situation kommt dann reflexartig Römer 13, Vers 1, hey, sei ruhig, das darfst du nicht sagen. Wir sollen uns doch der Obrigkeit untertan machen. Und ich hoffe, ihr merkt jetzt schon, wie daneben das ist. Wenn jemand diese gute Pflicht beachtet und sagt, ich frage mich, ob das jetzt hier so funktioniert,
wie das vorgesehen ist und ob das hier vertreten wird. Und die Dienenden haben doch den Eid geleistet, dass sie uns dienen wollen, das Beste für das Volk suchen. Ich frage mich, ob es da vielleicht irgendwo ein Problem gibt. Vielleicht müsste man das einfach mal ein bisschen genauer beleuchten. Und wenn dann als Antwort kommt, halt bloß die Klappe. Wir wollen das hier nicht haben in der Gemeinde. Du machst dich mal schön der Obrigkeit untertan. Dann denke ich an genau das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich das, was ich sonst in der Seelsorge immer erlebt habe, wenn Frauen einfach nur gesagt wurde, Frau, schweig in der Gemeinde, mach dich deinem Mann untertan, ansonsten halt die Klappe. Da frage ich, ja, wurde denn der nächste Vers auch zitiert? Wurde denn der Kontext beachtet? Wurde das biblische Reden beachtet, wie es sonst in dem Spannungsfeld zwischen Regierung und zum Beispiel Propheten aussah? Was ist mit Mose, was ist mit Rahab, was ist mit Elia, was ist mit Paulus, der als römischer Staatsbürger auf die Einhaltung seiner Grundrechte bestand? Was ist denn damit? Dieser Kontext wird komplett ausgeblendet und das ist aus meiner Sicht komplett falsch. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal angucken, dann fällt euch vielleicht auf, ich habe das jetzt so schön hier dargestellt und ich habe auch mal kurz aus dem Grundgesetz zitiert. Das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Und das kann man auch sagen. Das Grundgesetz ist wirklich wohl durchdacht. Und man kann sogar sagen, das fußt auf biblisch-christlichen Werten. Wo ist eigentlich also das Problem? Das Problem, weißt du, liegt eigentlich ganz woanders. Das Problem ist, das Grundgesetz wurde Mitte des 20. Jahrhunderts formuliert. Man hatte gute Absichten, man wollte verhindern, dass das, was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert ist, nicht normal passiert. Ja? Aber man hat natürlich auch nur einen gewissen Einfluss. Auch diejenigen, die das Grundgesetz formuliert haben. Denn wir müssen ganz ehrlich sein, das Grundgesetz ist ein Stück Papier. So. Und jetzt ist es nicht so entscheidend, was auf dem Papier steht, sondern wie die Regierenden und zum Beispiel die Richter das auslegen. Es ist entscheidend, wie Regierende das verstehen und Richter es auslegen und anwenden. Und natürlich, von welchem Weltbild sie geprägt sind. Ich glaube, man kann wirklich annehmen mit Fug und Recht, ich kann es nicht hundertprozentig behaupten, aber ich glaube wirklich, die Autoren in den 50er, also in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die Autoren des Grundgesetzes, die sind von einem biblisch-christlichen Weltbild geprägt gewesen. Aber was wir sagen müssen, ist, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Die Verfassung ist damals, glaube ich, mit dieser Weltsicht geschrieben worden, aber unser Staat hat diese Weltsicht nicht mehr. Ja? Ich möchte ein Beispiel geben. Die Ehe. Auch im Grundgesetz. Interessant, ne? Den Verfassern des Grundgesetzes war völlig klar, was sie meinten, als sie den besonderen Schutz der Ehe in das Grundgesetz mit aufnahmen, nämlich die Ehe zwischen genau einem Mann und genau einer Frau. Das muss man in diesen Tagen betonen, damit man nicht missverstanden wird. Das, haben sie gesehen, ist die Keimzelle und Stütze der Gesellschaft. Ohne die funktioniert es nicht. Ohne die bricht alles auseinander. Das findest du in Artikel 6 des Grundgesetzes. Und jetzt sehen wir aber anhand der Geschichte, dass es tatsächlich sehr wohl möglich ist, das, was sie damals gemeint haben, mit der Formulierung des Grundgesetzes, mit einem Handstreich komplett Sinn zu entleeren. Ja? Es ist absolut möglich gewesen, die Verfassung an diesem Punkt zu unterwandern und den Begriff der Ehe zu entleeren und im Prinzip auch den Begriff der Ehe der Beliebigkeit preiszugeben. Das hat die Gesetzgebung der letzten Jahre ganz klar gezeigt. So, das heißt, wir haben damals ein sehr gutes Anliegen gehabt für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und die ist von einem aus meiner Sicht biblisch-christlichen Weltsicht geprägt gewesen. Aber die Zeiten haben sich geändert und Auslegungen haben sich auch geändert. Wir haben gerade auch gehört in dem Beitrag, dass der Herr Dr. Kölsch die Rechtsprechung kritisiert hat. Interessant für jemanden, der 40 Jahre Richter war, finde ich. So, und jetzt ist natürlich klar, für uns aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, wenn wir jetzt mit diesen Dingen umgehen, zum Beispiel mit Erlassen von Regierenden, bis wohin geht unser Gehorsam und wann kommt die rote Linie, wo wir sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Das ist doch die spannende Frage. Und da möchte ich jetzt mit dir noch drüber nachdenken. Ich glaube, um das zu verstehen, um das zu definieren, müssen wir über zwei Punkte näher nachdenken. Und zwar einmal das Thema Mandat. Also habe ich oder derjenige, der etwas von mir fordert, das Mandat dazu? Und zweitens die Definition einer roten Linie unter der Führung des Heiligen Geistes. Und das ist mir wichtig. Und deswegen zitiere ich immer wieder diese Bibelstellen. Römer 12, erkennt, was der Wille Gottes ist. Epheser 5, seid nicht töricht, sondern erkennt, was der Wille Gottes ist. Jeremia 23, ihr sollt einer mit dem anderen sprechen. Was sagt der Herr? Immer und immer wieder, und im Psalm 139 ist das ja auch zum Ausdruck gekommen, immer wieder die Frage, was sagt der Herr? Und diese Frage, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wird aus meiner Sicht viel zu wenig gestellt in dieser Zeit. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass das Volk Gottes auf die Knie geht, den Herrn sucht und sagt, Herr, wir merken, was hier für ein Chaos ist. Wir merken, was hier für Mächte entfesselt sind in dieser Welt, auch in unserem Land. Was willst du, dass wir tun? Das ist aus meiner Sicht die entscheidende Frage. Aber lass mich zuerst kurz was zum Thema Mandat sagen und dann können wir gerne über diese rote Linie sprechen. Also, was ist mit Mandat gemeint? So, stell dir mal vor, ich bin ja zu der Gemeinde gefahren und bin geblitzt worden in der 30er-Zone. Jetzt stell dir einfach mal vor, ich hätte auch noch falsch geparkt. Und gut, an Sonntagen, wie gesagt, eher unwahrscheinlich, aber dann ist es halt unter der Woche gewesen und ich habe falsch geparkt und dann kriege ich ein Knöllchen. So, was machen wir? Ich sehe die Politesse gerade und sie macht gerade das Knöllchen an meinen Scheibenwischer. Wir entschuldigen uns, wir nehmen freundlich das Knöllchen entgegen und wir zahlen es natürlich auch, weil das ganz klar ist, die Politesse hat das Mandat, dieses Knöllchen mir auszustellen, wenn ich in einem Bereich parke, wo ich nicht parken darf. Ist so. Das ist ein Mandat, das sie hat. Jetzt stellt euch mal vor, diese Politesse kommt am Abend zu euch. Na, ihr habt am Vormittag das Mandat bezahlt. Jetzt kommt sie am Abend, ihr habt gerade schön den Grill an und dann sagt sie, Entschuldigung, ich sehe gerade, sie grillen. Das ist aber nicht in Ordnung. Sie dürfen unter der Woche kein Fleisch essen. Was ist dann? Was machen wir dann? Unterwerfen wir uns dem Wort der Politesse? Sagen wir, oh, Entschuldigung, ich tue das Fleisch sofort wieder in die Kühltruhe? Natürlich nicht. Ich denke, das ist logisch und ich hoffe, das ist logisch. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Und die Frage ist, warum machen wir das nicht? Die Antwort, weil sie dafür das Mandat eben nicht hat. Und das ist für mich so wichtig. Ich möchte, dass du jetzt nochmal mit mir genau in Römer 13, Vers 1 guckst. Und jetzt nehmen wir bitte die Elberfelder Übersetzung, weil sie es klar zum Ausdruck bringt, was wir auch im griechischen Urtext finden. Römer 13, Vers 1 steht da, jede Seele unterwerfe sich jeder staatlichen Macht? Nein, steht da nicht. Da steht, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Halleluja, Amen dazu. Den übergeordneten staatlichen Mächten, das ist genau das, was Mandat meint. Die, die das Mandat haben, in diesem Bereich in dein Leben zu sprechen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Das beschreibt im Prinzip das, was ein Mandat ist. Ein Mensch hat nur dann Macht, wenn sie ihm wirklich von Gott gegeben ist. Das siehst du zum Beispiel bei der Szene, wo Jesus vor Pilatus steht. Und der Pilatus, der war auch ziemlich von sich überzeugt und hat dem Jesus Folgendes gesagt. Das findest du in Johannes 19, Vers 10, wenn du nachlesen willst. Pilatus sagte, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Also er sagt, ich habe das, ich habe diese Power. Ich habe diese Vollmacht, mir ist das gegeben. Und jetzt guck mal, was Jesus sagt im nächsten Vers. Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Das ist genau das, was das Wort Mandat sagt. Von oben gegeben, Mandat, übergeben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir genau hinschauen, so wie Jesus, wem, was, zu welchem Zweck von oben übergeben wurde. Wir müssen genau hinschauen.
wem wurde etwas gegeben, was wurde ihm gegeben, was genau wurde ihm gegeben, zu welchem Zweck wurde es ihm gegeben und ist das Mandat vielleicht begrenzt oder ist es eben, wie Pilatus meinte, ist das unbegrenzte Macht oder ist da nur ein Stück gegeben oder ist das überhaupt nicht gegeben, das gibt es ja auch. Ich möchte dir ein Beispiel dazu nennen. Wenn ich als Pastor unterwegs bin, stellt euch mal vor, jemand von den Menschen, die mir anvertraut sind, ja, also da, wo das klar ist, die Menschen, die mir anvertraut sind, jemand von denen lebt in einer unehelichen und missbräuchlichen Beziehung. Und es ist deutlich erkennbar, dass der Partner diese Person im Glauben total ausbremst. Frage, hätte ich als Pastor das Mandat, in das Leben dieser Person zu sprechen? Ja oder nein? Meine Meinung? Absolut, ich habe das Mandat, in dem Fall in das Leben dieser Person zu sprechen. Und das ist für meinen geistlichen Dienst und mir auch sehr wichtig. Weißt du, es gibt auch Fälle, wo ich wirklich eher zwei- oder dreimal den Herrn frage, habe ich wirklich das Mandat, da reinzusprechen? Weil wenn ich es nicht habe, dann ist das auch für mich ein großes Problem. Das kann sogar, jetzt in Extremfällen, kann das für mich sogar gefährlich werden, wenn ich das Mandat nicht habe. Denn es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich das Mandat, dann bin ich beauftragt, dazu reinzusprechen, dann wäre es sogar Sünde, wenn ich die Klappe halte, oder ich habe das Mandat nicht und dann wäre ich ein Räuber und dann hätte ich noch ein ganz anderes Problem mit dem Herrn. Also, stell dir mal vor, der gleiche Pastor, die gleiche Familie. Aber jetzt kommt der Pastor in diese Familie und sagt, hört mal zu, liebe Familie, wir haben als Gemeindeleitung beschlossen, dass wir uns ab sofort alle keinen Zucker mehr gönnen oder keinen Zucker mehr zu uns nehmen, weil das einfach gesünder ist. So, von der Gemeindeleitung beschlossen, ihr als Familie setzt das jetzt bitte um. So, gleiche Frage. Wie ist das jetzt? Muss die gleiche Person, der ich was zu ihrer Beziehung gesagt habe, jetzt auf mich hören? Muss sie jetzt auf mich hören? Ich meine nein. Und die Frage ist, warum nicht? Und es geht sogar weiter. Aus meiner Sicht wäre es sogar absolut falsch, darauf zu hören. Und man könnte sogar so weit gehen, es wäre Sünde, auf mich zu hören. Wenn man nämlich sagt, ja, der Pastor hat es gesagt, ich lege mein Mandat als Familienvater nieder und unterwerfe mich da dem Pastor. Versteht ihr? Da kommen wir durcheinander. Es gibt mindestens drei entscheidende Größen. Den Staat, die Gemeinde und die Familie. Über die haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen. Ihr habt mal kurz Epheser 5 genannt. Das ist nochmal ganz wichtig. Die Eltern haben auch ein ganz konkretes Mandat. Ja? Erstmal den Segen an die nächste Generation weiterzugeben, das Wort Gottes weiterzugeben und die Generation, die nach ihnen kommt, auch zu schützen vor empfindlichen Übel. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Wenn ich als Pastor komme und sage, ihr esst kein Zucker mehr, habe ich dafür aus meiner Sicht nicht das Mandat. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und wenn ich mir das Mandat selber genommen habe, bin ich was? Ich bin ein Räuber. Deswegen ist es so wichtig, da genau hinzugucken. Wer macht was und hat er das Mandat dazu im Geistlichen? So, das müssen wir verstehen, wenn wir Römer 13 lesen. Und das ist aus meiner Sicht vollkommen eindeutig. Da muss man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Der Staat hat genauso wie ein Pastor oder ein Familienvater auch nur einen limitierten Kompetenzbereich, einen abgesteckten Bereich, einen klar definierten, durch Recht und Gesetz klar definierten Bereich, wo er nicht eingreifen darf. Ja? Genauso wie ich als Vater auch nicht in bestimmte Bereiche eingreifen darf. Ich als Pastor darf auch nicht in bestimmte Situationen reinsprechen. Und das ist mir sehr wichtig, weil das ist echt ein Punkt, den man ernst nehmen muss. Dass man wirklich sagt, Herr, habe ich das Mandat zu sprechen? Oder eben nicht. Und wenn der Herr sagt, ja, du hast das Mandat, wäre es Sünde, nicht zu sprechen. So, das ist erstmal eine ganz wichtige Linienziehung aus meiner Sicht, dass wir wirklich diese Grundlagen verstehen. Und wir müssen verstehen, der Staat hat einen limitierten Kompetenzbereich, wie die anderen eben auch. Und wer auch immer, egal ob Pastor, ob Familienoberhaupt oder Staat, seinen Kompetenzbereich überschreitet, dessen Handeln ist in dem Falle nicht mehr von Gott legitimiert. Wer auch immer seinen Bereich überschreitet, dessen Handeln ist dann nicht mehr von Gott legitimiert. Das müssen wir uns klar machen. So, und jetzt lass uns nochmal konkret werden.
Mit dem Wissen stell dir bitte Folgendes vor. Stell dir vor, ich hätte zu dir gesagt, also wenn wir uns kennen würden und wir damals gesprochen hätten, stell dir vor, ich hätte dir 2019 gesagt, man wird dir bald verbieten, gemeinsam mit deinen Geschwistern Gott im Lobpreis anzubeten. So, jetzt meine Frage an dich. Was hättest du damals gesagt? Ganz ehrlich, lass uns mal überlegen. Hättest du vielleicht Folgendes gesagt? Hättest du vielleicht gesagt, was? Das lasse ich mir auf keinen Fall verbieten. Gott gebietet es und es gehört zum absoluten Kern des Gemeindelebens. Gott als Gemeinschaft anzubeten, auf keinen Fall lasse ich mir das verbieten, das ist doch lächerlich. Gott wohnt doch im Lobpreis seines Volkes und außerdem darf der Staat das doch gar nicht. Es steht doch im Grundgesetz, dazu hat der Staat doch überhaupt kein Mandat. Hättest du das vielleicht gesagt? Und nochmal der Hinweis an das, was ich am Anfang gesagt habe, frag dich nicht, was du tust, sondern frag dich bitte, warum du es tust. Prüfe, wozu du Mandate hast, wozu du sie nicht hast, wozu andere Mandate haben und frag dich, warum tue ich etwas, beziehungsweise warum tue ich es nicht. Das sind ganz wichtige Fragen, die du dir bei diesem Themenkomplex aus meiner Sicht stellen musst. Und weißt du was? Es ist aus meiner Sicht vollkommen unerheblich, ob die Gründe für ein Verbot von Lobpreis jetzt falsch oder richtig sind, ob du die für falsch oder richtig hältst, ob ich die für falsch oder richtig halte. Kann ja sein, dass wir unterschiedliche Meinungen dazu haben. Vielleicht sagt der eine so, der andere so. Es gibt da ja die unterschiedlichsten Ansichten zu, aber es ist völlig egal, auf welcher Seite du stehst. Denn wir alle müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir alle. Ganz egal, ob wir es jetzt für sinnvoll halten oder nicht. Meine Anweisung mit dem zuckerfrei Essen, ne, in dem Beispiel, meine Anweisung, zuckerfrei zu essen, könnte man ja auch für sinnvoll halten, oder? Und trotzdem wäre es aus meiner Sicht falsch, der Familie zu sagen, Pastor Philipp hat gesagt, Zucker ist böse, ab sofort esst ihr alle zuckerfrei. Damit würde aus meiner Sicht das Familienoberhaupt sein Mandat niederlegen und an den Pastor abgeben. Und aus meiner Sicht wäre das sogar Sünde. Denn ein Mandat bekommt man nur von oben verliehen oder man ist ein Räuber. Weißt du, das ist ein Thema, das ist wirklich ein Thema für mich als Familienvater, für mich und meine Frau. Wir haben da wirklich viel mit zu tun. Wie viele Süßigkeiten geben wir jetzt den Kindern? Oder kriegen sie das jetzt noch oder kriegen sie das nicht? Das ist ein Thema, aber das Thema ist uns bestimmt zu regeln. Wir haben das zu regeln, wie viel wir jetzt unseren Kindern, also wir haben kleine Kinder, deswegen nicht falsch verstehen, bei größeren solltest du sie das auch irgendwann selber entscheiden lassen, dann geht das Mandat über, aber die sind noch in einem Alter, wo sie es nicht selbst für sich entscheiden können und wir haben viel damit zu tun. Aber es ist und bleibt das Mandat von uns Eltern, darauf zu achten. So, weißt du, es heißt im Wort Gottes, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, Psalm 22. Und denk mal an Josaphat, der hat entscheidende Siege gegen die Feinde im Lobpreis errungen. Und ich glaube, der Feind weiß das. Ich glaube, der Feind weiß, wie wichtig der Lobpreis für das Volk Gottes ist. Und es ist auch kein Zufall, dass genau Dinge verboten sind, die dafür sorgen, dass die Gemeinde gelähmt wird. Das meine ich jetzt geistlich. Der Feind weiß das. Wir kämpfen auf einer geistlichen Ebene. Und unser Kampf soll gelähmt werden, weil eben der Feind schon mal vor fast 3000 Jahren hat er eine empfindliche Niederlage bekommen, als Josaphat Lobpreisen mit seinem Volk in den Kampf gezogen ist. Und genau das ist auch unsere Aufgabe. Und ich sage dir was. Ich glaube, wir müssen uns für unser Tun vor Gott verantworten. Gerade in diesem Bereich, gerade in diesem Mandatsbereich müssen wir uns vor ihm verantworten und nicht vor irgendeiner Ordnungsbehörde. Und deshalb müssen wir zuallererst ihn fragen. Und ich frage jetzt an dieser Stelle, wo ist das Ringen? Wo ist das Ringen um den Willen des Herrn? Und ich sage es nochmal. Das, was mir wichtig ist, sage ich nochmal, so wie das mit den Männern liebt eure Frauen. Epheser 5, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wo ist das Fragen nach dem Willen des Herrn? Jeremia 23, vielmehr sollt ihr einer mit dem anderen reden und zueinander sagen, was hat der Herr geantwortet und was hat der Herr gesagt? Ja? Nochmal, Römer 13, Vers 1, hier heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten und nicht jede Seele unterwerfe sich jeder staatlichen Macht. Das heißt also im Klartext,
Unterwerft euch denen, die im Rahmen ihres gottgegebenen Mandates agieren. So wie bei der Politesse. Ja? Und Paulus hat den Römerbrief geschrieben. Und das, was er hier macht im Prinzip, er steckt den Kompetenzbereich ab. Paulus steckt den Kompetenzbereich ab, auch wenn er in einem ganz anderen System unterwegs war. Aber, und jetzt wichtiger Punkt, er geht nicht darauf ein, was man tun soll, wenn die Regierung diesen Kompetenzbereich verlässt. Und da sind wir doch gefragt als Gottesvolk. Das ist doch genau das, wo wir gefragt sind. Jetzt kommt nämlich die wichtige Folgefrage. Und die möchte ich bitten, mal zu überlegen, weil ja auch oft zitiert wird, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und der Herr lenkt sie wie Wasserbäche, die Regierenden. Jetzt kommt eine wichtige Frage. Denkt da bitte mal gut drüber nach. Kann der Staat Dinge tun, die gegen Gott sind, obwohl er von Gott eingesetzt ist? Kann der Staat und die Obrigkeit oder diejenigen, die handelnden Personen, können die, obwohl sie von Gott eingesetzt sind, gegen Gottes Willen handeln? Und die Antwort ist absolut und eindeutig ja. Schau dir bitte mal als Beispiel Psalm 2 an. Psalm 2, da heißt es: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Messias. Wer ist der Messias des Herrn? Jesus Christus. Was steht hier also? Die Regierenden und Machthaber tun sich zusammen und wollen gegen den Herrn der Herren aufbegehren. Und was sagen sie? Sie sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wie reagiert Gott? Nächster Vers. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und jetzt springe ich ein paar Verse zu Vers 10. Das ist ein Appell an die Regierenden in dem Psalm. Sehr interessant. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen. Ihr Richter der Erde, lasst euch warnen. Hier steht im Prinzip, lasst euch warnen, ihr Regierenden. Ich glaube, das spricht direkt in unsere heutige Zeit. Dient dem Herrn, Vers 11, mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Und dann heißt es in Vers 12, küsst den Sohn. Das hat im Hebräischen die Bedeutung der Unterwerfung. Das heißt, die Regierenden oder die Obrigkeit, der man sich unterwerfen soll, soll sich selber unterwerfen, nämlich dem Herrn der Herren. Unterwerft euch, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also nochmal die Frage, kann der Staat Dinge tun, die gegen Gott sind, obwohl er von Gott eingesetzt ist? Kann er das? Ich denke, es ist klar geworden, dass die Bibel diese Frage vollkommen eindeutig beantwortet. Es ist vollkommen eindeutig, so wie auch einzelne Menschen ein Mandat, eine Berufung bekommen, der sie nicht gerecht werden könnten, kann das auch ein Staat tun. Weißt du, Deutschland hat eine Berufung. Und in dieser Broschüre, die du eben auch kostenfrei hier bei uns bestellen kannst, Gott und das deutschsprachige Europa, kommt das aus meiner Sicht sehr deutlich hervor, was Deutschland eigentlich für eine Berufung hat. Menschen haben eine Berufung, aber es kann passieren in deinem Leben, dass du ihr nicht gerecht wirst aus verschiedenen Gründen. Aber der Herr will immer noch, dass du ihr gerecht wirst. Denn Römer 11, 29 sagt ja, Gott nimmt die Berufung nicht zurück, er nimmt die Gnadengaben nicht zurück, er lässt es sich nicht gereuen. Ja? Aber es ist möglich zu straucheln. Es ist möglich, als Nation zu straucheln. Es ist möglich, als Gemeinde zu straucheln. Es ist möglich, als Familie zu straucheln. Es ist möglich, als Einzelner zu straucheln. Frag mal Jona. Aber es ist auch möglich, Buße zu tun, umzukehren, zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich war auf dem falschen Weg. Aber jetzt unterordne ich mich dir ganz bewusst. Und du sollst mein Leben führen. Und wenn du das tust, dann kannst du durchaus mit den staatlichen Obrigkeiten in Konflikt kommen. Frag mal Mose. Frag mal die Hure Rahab. Wenn du dich dem Herrn anvertraust, kann es sehr schnell passieren, dass du irgendwann sagen musst, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, also aus meiner Sicht ist das absolut klar. Es ist total möglich, dass ein ganzes Land seiner Berufung nicht gerecht wird und dass sie Dinge tun, die der Herr nicht will. Aber der Herr ruft immer noch zu Buße und er ruft wie in Psalm 2, das ist ein sehr starkes Wort, jetzt, heute und hier die Regierenden zur Buße. Und ich glaube, es werden sogar Menschen umkehren, aber dazu später noch, da habe ich noch ein persönliches Wort für euch. Jetzt möchte ich aber kurz
nachdem wir das mit dem Mandat ein bisschen beleuchtet haben, mit euch über das Thema der roten Linie nachdenken. Wo ist diese rote Linie? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, unter der Leitung des Heiligen Geistes herauszufinden, wo die rote Linie verläuft. Wo einfach klar ist, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe eine Frage an dich. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn du zum Volk Gottes in Deutschland gehörst, ich habe eine Frage an dich. Hast du das für dich schon definiert? Hast du für dich klargemacht, wo diese rote Linie ist? Denn der Punkt ist, du kannst das nicht im Affekt tun. Du kannst das nicht machen, wenn die Ereignisse sich überschlagen. Du kannst das nicht machen, wenn es hart auf hart kommt, turbulent wird, dann kannst du nicht auf einmal anfangen und überlegen, ja, wo ziehe ich denn jetzt eigentlich meine rote Linie? Das musst du vorher machen. Und dafür ist eine gründliche Prüfung vor Gott notwendig. Ich werde dir jetzt mal ein Beispiel nennen, wo meine Frau und ich bereits im Jahr 2020 für uns das entschieden haben und diese rote Linie gezogen haben. Dieses Beispiel sind unsere Kinder. Unsere Kinder. Und zwar, pass auf, in Deutschland gilt die allgemeine Schulpflicht. Ordnen wir uns hier unter? Ich denke schon. Wenn jetzt im Rahmen dieser Schulpflicht sexuelle Früherziehung angeordnet wird, und wenn du nicht weißt, was das ist, da wird von den staatlichen Lehrkräften, werden die Kinder animiert, einmal auszuprobieren, herauszufinden, ob sie nicht doch auf das eigene Geschlecht stehen. Ordnen wir uns da unter? Schicken wir unsere Kinder einfach zur sexuellen Früherziehung? Nein! Warum machen wir das nicht? Das ist wichtig, dass du das verstehst. Das ist eine satanische Agenda und wir haben uns mit allen Mitteln dagegen zu wehren. Und noch wichtiger, denk ans Thema Mandat. Würde ich mich hier als Vater nicht gegen den staatlich angeordneten Unterricht der sogenannten sexuellen Früherziehung wehren, dann wäre das Sünde. Ich würde meinem Mandat als Familienvater und dem Gebot des Schutzes der mir Anvertrauten dann nicht gerecht werden. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Sagen wir, ein Lehrer ordnet an, einen Horrorfilm zu gucken. Und die Schüler sollen den dann als Aufgabe beschreiben. Also ein Film sind viel zu jung, überhaupt nicht in dem Alter, wo sie überhaupt daran denken könnten, sowas zu gucken. Ordnen wir uns dann unter? Natürlich nicht. Nochmal die Frage, damit du so ein bisschen den Gedankengang, ich frage so viel, damit du auch ein bisschen mitdenkst und den Gedankengang nachvollziehen kannst. Warum ordnen wir uns nicht unter? Weil die Gefahr besteht, dass das seelische Wohl des Kindes geschädigt werden könnte. Wofür haben wir ein Mandat als Eltern? Unsere Kinder vor eben genau diesem empfindlichen Übel zu bewahren. Das ist unser Mandat. Und da hat auch keiner reinzusprechen. Das ist unser Mandat. So, und jetzt mal ein anderes Beispiel. Wenn nun angeordnet würde, dass euer Kind vor den Augen seiner Mitschüler und des Lehrers ohne ärztliche Aufsicht eine invasive medizinische Untersuchung an sich selbst vornehmen soll, ordnen wir uns dann unter? Ja oder nein? Und bevor du vorschnell urteilst, stell dir mal vor, du bist ein Kind. Du sitzt in der Klasse und alle Mitschüler sind da. Alle Mitschüler sind da, ihr sitzt da. Und ihr macht gemeinsam diese Untersuchung. Wir haben gerade einen Richter gehört, der unter anderem wegen solchen Sachen sein Bundesverdienstkreuz zurückgibt. So, die Utensilien liegen nun vor dir. Links und rechts neben dir die spürbar gleiche große Anspannung. Es könnte ja bei dir anschlagen, du könntest ja positiv sein. Nach ein paar Minuten zeigt es tatsächlich bei dir ein positives Ergebnis an. Ausgerechnet bei dir. Denk dran, du bist ein Kind. Alle deine Mitschüler bekommen es mit. Mal am Rande gefragt, was ist hier eigentlich mit dem Datenschutz und den Persönlichkeitsrechten? Nicht vergessen, du bist ein Kind. Jetzt geht die Prozedur los. Du musst abgesondert werden. Keiner darf dich anfassen. Alle schauen dich mit geweiteten Augen an. Du fühlst dich wie ein Aussätziger. Die Hotline des Amtes wird angerufen. Jetzt heißt es, warten, bis du geholt wirst. Die Zeit, bis deine Eltern kommen, um dich abzuholen, kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Und bitte nicht vergessen, du bist ein Kind. 1000 Fragen schwirren dir durch den Kopf und du hast Angst. Was passiert jetzt? Hast du was falsch gemacht? Bist du etwa schuld an der Situation? Was denken die anderen jetzt über dich?
Das Kind, das neben dir saß, bekommt es ebenfalls mit der Angst zu tun, denn es könnte ja eventuell bald der Nächste sein. Denk mal drüber nach, was das mit einem Kind macht. Hier handelt es sich um einen gravierenden Eingriff in die grundgesetzlich geschützten Rechte auf Unversehrtheit bei einer ganzen Generation. Hier wird gerade eine ganze Generation traumatisiert. Und es ist nicht überzogen, deswegen ein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Weißt du, ich lese von Eltern, die sich auf die Hände ihrer Kinder setzen, damit sie diese Untersuchung an ihnen durchführen können. Ich höre von Lehrern, die sich lieber einmal mehr mit feuchten Augen abwenden, anstatt das zu tun, was richtig ist, was ihr Gewissen schon seit langer Zeit verlangt. Und es gibt eine Schule, da gibt es einen Bericht von Eltern, die verlangen von ihren Lehrern, also die Lehrer der Kinder, von denen verlangen die Eltern explizit, dass die Kinder selbst auf dem Pausenhof nicht den Mundschutz abnehmen und auch nichts trinken, eben wegen der Angst vor dem, was passieren könnte. Früher wäre das Kindesmisshandlung gewesen, wenn man einem Kind verbietet zu trinken, und heute ist es gute Bürgerpflicht. Wisst ihr, das ist der Punkt. Genau da ist die rote Linie für uns. Das haben wir für uns definiert. Und es ist wichtig, das im Vorhinein zu tun, nicht wenn die Ereignisse sich überschlagen. Das ist die rote Linie, die meine Frau und ich unter der Berufung auf Gottes Gebote, denen wir mehr gehorchen müssen als den Menschen, bereits 2020 für uns definiert haben. Wir haben gesagt, sobald der Staat sich an unseren Kindern vergreift, werden wir ihm den Gehorsam verweigern. Und das haben wir übrigens mehrfach getan. Ich habe ja vorhin Paulus zitiert, Apostelgeschichte 16. Es ist biblisch belegt und vollkommen normal, dass man sich auf seine Grundrechte beruft. Und bislang wurden wir gehört. Halleluja. Wir haben uns aber eben aktiv dagegen zur Wehr gesetzt, so wie Paulus eben auch. Und wir haben aktiv unsere Rechte eingefordert. Und jetzt die Frage, warum tun wir das? Die Antwort ist, weil wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Wir verweigern den Behörden in diesem Punkt den Gehorsam, weil wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Denkt an das Thema mit dem Mandat. Habe ich ein Mandat von Gott, meine Kinder vor empfindlichen Übeln zu beschützen? Ja, das habe ich. Die Kinder sind mir zum Schutz anbefohlen, das ist mein Mandat. Und dass Gefahr im Verzug ist und dass das Kindeswohl akut gefährdet ist, haben sogar schon deutsche Gerichte festgestellt. Und wir haben gerade eben im O-Ton einen Richter gehört, der gesagt hat wörtlich, dass die Kinder traktiert werden. Traktiert, nicht meine Worte. Und jetzt möchte ich mal zu Eltern aus dem Volk Gottes sprechen. Zu Eltern von jungen Kindern. Ich sage euch, wir stehen hier in einer Verantwortung vor Gott. Und aus meiner Sicht ist Wissen in diesem Fall eine Hohlschuld. Du musst prüfen, ob das, was mit deinen Kindern geschieht, verantwortbar ist. Du musst prüfen, du musst das tun. Das kann dir auch niemand abnehmen. Das wird dir auch niemand abnehmen. Du stehst in Verantwortung vor Gott. Und weißt du was? Das ist echt traurig. Uns wurde von anderen christlichen Eltern zu dem Thema gesagt, als wir genau das so berichtet haben, wie ich es jetzt hier tue, wurde gesagt, ja, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber ich kann mir den Stress jetzt nicht auch noch antun, mich mit den Schulleitern anzulegen. Das wurde uns so gesagt. Und ich frage mich, was steht dahinter für eine Prioritätensetzung? Stress auf der Arbeit ist okay und die Kinder sind unter ferner Liefen? Was ist das für eine Prioritätensetzung? Die Kinder sind das Wichtigste, was Gott euch anvertraut hat. Ich möchte das nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Wir stehen hier in einer Verantwortung vor Gott und wir werden uns vor ihm für unser Tun rechtfertigen müssen und nicht vor irgendwelchen Behörden. Und an diejenigen aus dem Volk Gottes, die meinen, sie könnten in der aktuellen Phase andersdenkenden Geschwistern vorschreiben, was sie zu tun oder lassen hätten und dass sie duckmäuserisch alles abnicken sollen, denen möchte ich Folgendes sagen. Ich glaube, ihr bindet die Gewissen eurer Mitgeschwister aufgrund einer oberflächlichen Lesart von Römer 13 und ihr zwingt sie dazu, Dinge zu tun, die der Herr nicht von ihnen fordert. Deswegen ist es mir so wichtig. Was sagt der Herr? Immer wieder fragen. Was sagt der Herr? Die Bibel sagt es immer wieder. Jeremia, Epheser, Römer, immer wieder. Erkennt den Willen des Herrn. Was sagt der Herr? Ihr zwingt diese Leute, Dinge zu tun, die der Herr nicht von ihnen fordert. Und wir alle müssen diesem Herrn eines Tages Rechenschaft geben.
und insbesondere die geistlichen Leiter, Jakobus 3, Vers 1. Wisst ihr, ein Theologe hat einmal geschrieben, dass er der Meinung ist, dass der Missbrauch von Römer 13, 1 bis 7 mehr Schaden angerichtet hätte als der Missbrauch von irgendwelchen anderen 7 Versen aus dem Neuen Testament. Ob das stimmt, weiß ich nicht, denn es gibt auch einige andere Themen, wo ordentlich Schindluder mitgetrieben ist. Aber was ich sagen kann, ist tatsächlich, dass im Volk Gottes in Deutschland in den letzten 12 oder sagen wir jetzt mittlerweile 14 Monaten durch die falsche Auslegung dieser Bibelstelle ganz gewaltiger Schaden angerichtet worden ist. Und ich möchte zum Abschluss nochmal Gustav Heinemann, den dritten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, zitieren. Wie ist das mit der Obrigkeit? Wer ist der Souverän? Heinemann sagt Folgendes: Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und, Achtung, die Pflicht. Das heißt, wenn wir glauben, dass wir die Pflicht haben, wäre Unterlassung Sünde. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. So. Das ist jetzt mal im ganz Groben ein Überblick zu dem, was die Bibel aus meiner Sicht zum Thema Obrigkeit und Unterordnung, Gehorsam, Gehorsamsverweigerung sagt. Und der entscheidende Vers, den kennen sicherlich viele von euch, den findet ihr da auch in Apostelgeschichte 5. Dort widersetzen sich die Apostel in aller Öffentlichkeit und in aller Schärfe den ihnen übergeordneten Mächten mit der Begründung, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und weißt du, aus meiner Sicht ist das Thema Mandat entscheidend, wenn du prüfst, wenn du sagst, ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht genau mit der roten Linie, ich habe schon verstanden, manches sollen wir, manches nicht. Wenn du sagst, ist zu kompliziert, dann prüf, such den Herrn, das sollen wir alle tun. Frag nach seinem Willen und schau, wofür hast du ein Mandat? Und wenn der Herr sagt, du hast ein Mandat, deine Kinder zu schützen, dann hast du ein Mandat, deine Kinder zu schützen. Und dann lässt du sie natürlich nicht einen Horrorfilm gucken und andere Maßnahmen wirst du eben in entsprechender Analogie auch nicht dulden. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Und hier ist ein großes, großes Missverständnis im Volk Gottes in den letzten 12 Monaten entstanden. Ich sage mal bewusst in Deutschland, weil ich glaube, in bestimmten asiatischen Ländern zum Beispiel haben unsere Geschwister im Glauben nicht so viele Probleme damit zu verstehen, dass ein Staat auch übergriffig werden kann. Ich glaube, wir als Volk Gottes in Deutschland haben da einiges zu lernen. Und jetzt möchte ich im Abschluss noch auf das eingehen, was der Martin eingangs vorgelesen hat. Es gibt ja auch den Vers, wo es heißt, wir sollen für die Regierenden beten. Wir sollen für die Regierenden beten. Und das ist ja auch etwas, was oft ins Feld geführt wird von bestimmten geistlichen Leitern, die einfach nur wollen, dass wir ruhig sind, dass wir öffentlich auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen in Frage stellen. Die sagen halt, du bist ruhig, du ordnest dich unter, du hältst die Klappe und allenfalls betest du für die Regierung. So, an dem Punkt sind wir uns schon mal einig. Wir beten für die Regierung. Das steht nämlich in der Bibel. Jetzt ist aber für mich die entscheidende Frage, wie sollen wir für die Regierung beten? Und jetzt möchte ich was sehr Persönliches dir weitergeben. Ich habe nämlich zu genau dieser Frage vom Herrn eine Vision bekommen. Das war am 14. August 2020, also vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Ich möchte dir das vorlesen und auch da möchte ich dich daran erinnern, du solltest das prophetische Reden prüfen. Die Bibel sagt, verachtet prophetisches Reden nicht, alles prüft und das Gute behaltet. Und es ist wichtig, dass du das nicht in deiner Seele mit deinem Verstand prüfst. Das ist etwas, was du im Geist prüfen musst. Also nicht sagen, kann ich mir nicht vorstellen, also ist es nicht richtig oder so. Nein. Das Entscheidende ist, du musst schauen, ob du in deinem Geist ein inneres Zeugnis dazu hast. Also, das war eine ganz spannende Situation, weil das hatte ich so noch nicht erlebt, nämlich meine kleine Tochter, die damals 4 Jahre alt war und ich, wir hatten den gleichen Traum. Es war so, ich hatte diese Vision und habe das dann morgens meiner Familie erzählt. Und auf einmal sagte meine Tochter, boah, Papa, das ist ja toll, ich habe genau das Gleiche geträumt. Und
jetzt ist es natürlich so, dass man ja denkt, okay, vielleicht sagt sie das jetzt einfach nur so oder so. Und dann habe ich angefangen, meine Tochter zu fragen. Ich habe ihr Fragen gestellt. Ich habe gesagt, ja, wie, was war denn da, was ist dann passiert? Und an ihren Antworten habe ich dann gemerkt, dass sie tatsächlich den gleichen Traum hatte. Mittlerweile sagt sie, dass das ihr Lieblingstraum ist und dass sie den tatsächlich noch öfter hatte. Also das war wirklich eine ganz, ganz spannende Begebenheit. Wenn dich das interessiert, ich durfte da einen kleinen Beitrag hier zu der Broschüre leisten. Da findest du diese Vision auch niedergeschrieben. Du kannst die, wie gesagt, kostenlos bestellen, genauso wie den Spaziergang, von dem Sigrid gerade berichtet hat. Und ich möchte dir jetzt diese Vision vorlesen, weil sie aus meiner Sicht uns einen wichtigen Punkt an die Hand gibt, wie wir für die Obrigkeit beten sollen. Weil, weißt du, beten für die Regierung kann ja sehr vielfältig aussehen. Das kann ja in die verschiedensten Richtungen gehen. Aber die entscheidende Frage ist ja, wie? Und da kommt wieder das Thema rein, was schon den ganzen Abend aus meiner Sicht reinkommt. Was sagt der Herr? Prophetisches Reden verachtet nicht, alles prüft und das Gute behaltet. Also, das ist meine Vision vom 14.8. und ich habe da noch einen kleinen Nachtrag am 17.8. dazu formuliert. Ich sehe Europa wie in einer Satellitenaufnahme vom Süden her. Die Küstengebiete Nordafrikas sind ebenfalls noch im Bild zu erkennen. Plötzlich tritt ein Engel von West-Nordwest her an Deutschland heran. Dieser Engel ist sehr groß. Er nimmt in dem Bild etwa 2/3 der Fläche Deutschlands ein. In seiner Hand hält dieser Engel eine Kugel aus Licht. Von den Größenverhältnissen ist die Kugel in etwa so groß, wie wenn wir einen aufgeblasenen Wasserball in der Hand halten. Die Kugel besteht aus gleißendem Licht. Und der Herr erinnert mich bei dem Blick auf diese Kugel an Lukas 12, Vers 2 bis 3. Da steht, es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Plötzlich und mit einer kräftigen Bewegung, die vergleichbar ist mit einem Einwurf beim Fußball, nur dass die eben nach unten gerichtet ist, die Bewegung, schleudert der Engel diese Kugel aus gleißendem Licht auf Deutschland. Die Kugel landet in etwa in der Mitte Deutschlands und sehr rasch ist die Fläche des ganzen Landes in Licht getaucht. Das Licht ist besonders und schwer zu beschreiben. Es ist von der Konsistenz ein bisschen mit Lava zu vergleichen, die über das Land fließt. Allerdings ist es viel heller, durchsichtiger und gleichzeitig sanfter und trotzdem warm und erfüllend. In dem Bild fällt dabei auf, dass die Fläche des Bundeslandes Berlin wie eine kleine Mulde ist, in die besonders viel von dieser Lichtmasse strömt. Das ist so ähnlich wie bei einer gusseisernen Schmiedeform, die an einer bestimmten Stelle eine Vertiefung hat. Recht schnell ist das ganze Land in diese besondere Lichtmasse getaucht. Die Menschen, die von diesem Licht erfasst werden, reagieren allerdings anders als erwartet. Ihre Gesichter sind in Schockstarre, die Augen weit aufgerissen und der Mund ebenfalls geöffnet, so als könnten sie nicht fassen, was sie gerade sehen. Der Herr erinnert mich daran, dass dieses Licht gemäß Lukas 12, 2 bis 3 Offenbarung bringen soll und dass den Leuten sprichwörtlich die Ohren gellen bei den Skandalen, die aufgedeckt werden. Mein Blick geht zurück vom Land, wo ich diese Menschen in Schockstarre gesehen habe, zum Machtzentrum Deutschlands. Der Herr sagt, wenn dies beginnt zu geschehen, und es wird sehr bald sein, werden bestimmte Mächte und Prinzipalitäten der Finsternis aus Deutschland fliehen. Es sind genau die Mächte und Gewalten des Bösen, die dieses Land seit mehr als 100 Jahren knechten und daran hindern, in die Berufung zu kommen, die ich Deutschland gegeben habe, in das Mandat zu kommen, in die Berufung zu kommen, die ich Deutschland gegeben habe und die ich auch nicht zurücknehmen werde. Wenn diese Prinzipalitäten des Bösen aus Deutschland fliehen, werden sie die Menschen, die sie zuvor kontrolliert haben, einfach fallen lassen, so wie ein Puppenspieler die Fäden, an denen die Marionetten hängen, einfach loslässt, wenn er sein Interesse an ihnen verloren hat. Und jetzt Achtung, betet für diese Menschen. Betet für diese Menschen. Viele von ihnen sind Politiker und Lobbyisten, aber auch Beamte in hohen Positionen sind unter ihnen. Betet für diese Menschen, denn es wird ein großer Zorn im Volk gegen sie entbrennen. Diejenigen, denen die Augen für die geistliche Realität verschlossen sind, werden sich schnell aufmachen, um sie zu vernichten.
Doch ich will Versöhnung und Wiederherstellung für das ganze Land, spricht Jahwe Zebaoth, der Herr der himmlischen Herrscher. Als ich meiner Familie von dieser Vision erzähle, sagte meine Tochter, dass sie in der Nacht genau das, was ich beschrieben habe, ebenfalls im Traum gesehen hatte. Allerdings sagte sie mir, dass es einen kleinen Unterschied gab. Meine Tochter stand in ihrem Traum zwischen Jesus und dem Engel. Jesus war rechts von ihr, der Engel links. Als der Engel die Kugel des Lichts auf Deutschland werfen wollte, fragte sie den Engel, ob sie die Kugel schmeißen dürfte, was er ihr gestattete. Auf meine Frage, was denn danach in ihrem Traum passiert sei, nachdem sie die Kugel geworfen hatte, sagte sie mir in fröhlich kindlichem Tonfall: Kein Böses mehr in Deutschland. Das ist die Vision und der Traum, den meine Tochter und ich am 14. August 2020 hatten. Und du musst das selber für dich prüfen. Es ist ja, wie gesagt, nicht gleichzusetzen. Das ist nicht die Bibel. Das ist etwas, was wir bekommen haben, wo wir glauben, das hat der Herr zu uns gesprochen. Und ich habe den Herrn auch gefragt, wie war das mit meiner Tochter? Und er hat mir dann auch gesagt, er hat ihr auch den Traum gegeben, um einfach nochmal zu bestätigen, dass das von ihm war. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nie erlebt und habe es seitdem auch nicht mehr so erlebt, dass ich mit meiner Tochter den gleichen Traum hatte. Und ich möchte noch was dazu sagen. Die Skandale, wovon da gesprochen wird und all das, wovon das spricht, ich glaube, das ist noch nicht passiert. Also das hat nichts mit irgendwelchen Skandalen oder Skandälchen zu tun, die du mal in der Zeitung gelesen hast. Und wenn es damit was zu tun hat, dann ist das noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, dann ist es die Schneeflocke auf der Spitze des Eisbergs. Also ich glaube, es geht da wirklich um Sachen, die so krass sind, dass es sich die meisten Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Aber wisst ihr, der Herr will, dass wir vorbereitet sind. Der Herr will, dass wir das wissen. Er sagt, bereitet euch vor. Und der Herr möchte, dass wir in dieser Stunde eben nicht, wie Menschen es normalerweise tun würden, zornig werden, nach Mistgabeln greifen und irgendwelche Leute umbringen, sondern dann, sagt er, sollen wir für diese Machthaber beten. Und das habe ich dann 3 Tage später noch bekommen, das ist ein kleiner Nachtrag. Wir sollen nämlich, das Volk Gottes soll sich erheben und für die fallenden Machthaber beten. Wir sollen Schutzwelle um diese Menschen aufrichten. Ja, sie sollen sich verantworten für das, was sie getan haben, aber sie sollen nicht in den Selbstmord getrieben werden, das ist nicht der Wille des Herrn, und sie sollen auch nicht von einem Lynchmob auf der Straße ergriffen werden. Das klingt jetzt vielleicht für dich alles absolut absurd, aber es ist das, was ich gesehen habe. Vielleicht sagst du, kann ich mir nicht vorstellen, dass in Deutschland solche Szenen sind, dass irgendwelche Lynchmobs sich aufmachen, aber weißt du, ich glaube, dass das die Wahrheit ist, was ich da gesehen gehört habe. Und jetzt das, was zu dem Thema Gebet uns jetzt was sagt, wie wir beten sollen. Da habe ich eben 3 Tage später noch einen kleinen Nachtrag verfasst. Das ist der Nachtrag zur Vision vom 14.8. Ich habe am 17.8. geschrieben, die Eindrücke beschäftigen mich weiter. Ich habe gestern und heute meinen Blick darauf gerichtet, was nach diesen Ereignissen geschieht. Ich sehe im ganzen Land zuerst erschrockene Menschen in Schockstarre, doch diese Starre wandelt sich sehr schnell in Wut und Zorn. Ich sehe Machtzentren, vor allem Berlin. Ich sehe dort Menschen, die von den dämonischen Gewalten wie Marionettenpuppen fallen gelassen wurden. Einige von ihnen reagieren trotzig und verhärten ihr Herz weiter, so wie der Pharao von Ägypten, als Mose ihn konfrontierte. Viele von diesen fallen gelassenen Machtmenschen aber werden von einer tiefen Zerbrochenheit ergriffen. Ich sehe, wie sich dieser Teil entsetzt zu fragen beginnt. Was habe ich getan? Es ist eine echte Zerbrochenheit und ein Entsetzen über die Folgen eigener Entscheidungen, die über diese Menschen kommt. Aber die entscheidende Frage lautet, bei jedem Einzelnen von diesen Menschen, ist es eine Petrus-Zerbrochenheit oder ist es eine Judas-Zerbrochenheit? Der Feind wird versuchen, viele Schlüsselpersonen der Machtelite in den Suizid zu treiben, damit sie ihre Geheimnisse ins Grab nehmen. Das ist das, was der Feind will. Doch dies wird ihm nicht gelingen, denn das Volk Gottes beginnt sich in dieser Stunde zu erheben. Und das ist genau das, wofür ich gleich beten will. Das Volk Gottes beginnt sich in dieser Stunde zu erheben. Der Herr selbst erweckt sein Volk. Und er befähigt es dazu, die Autorität über diese Situation zu ergreifen und einen geistlichen Schutzwall, um diese Menschen zu errichten. Während der Feind zunächst die vermeintlich Mächtigen dieses Landes missbraucht hat, um seine Agenda durchzudrücken,
will er nach diesen Ereignissen die Bevölkerung als Lynchmob aufstacheln, um das Land mit Unruhen zu überziehen. Doch der Leib von Jesus Christus, die Gemeinde aller Wiedergeborenen, erhebt sich in dieser Stunde und, Achtung, segnet die gefallenen Machthaber dieses Landes, die der Gemeinde doch großen Schaden zufügen wollten. Doch uns muss alles zum Besten dienen. Hey, wie ist das normalerweise, wenn du im Fleisch bist, wenn du im Fleisch reagierst, wenn du nicht im Geist wandelst? Wenn das wahr sein sollte, dann ist das, was hier passiert, was hier beschrieben ist, absolut plausibel. Wut und Zorn entbrennen im Volk, aber wir, das Volk Gottes, sollen nicht so handeln. Und da ist es wichtig, dass du im Geist wandelst, dass du fragst, Herr, was ist dein Wille? Deswegen ist das so wichtig. Der Herr will, dass wir in dieser Stunde nicht über den Stein des Ärgernisses stolpern. Schau mal Lukas 17, Vers 1, wenn du dich fragst, was das ist. Sondern der Herr will, dass wir für diejenigen am intensivsten um Gebet Wir sollen am intensivsten im Gebet um Schutz einstehen für diejenigen, die uns zuvor am meisten schaden wollten. Das macht aus weltlicher Sicht null Sinn, aber im Geist macht es perfekten Sinn. Wir sollen für die am meisten beten, die uns jetzt gerade am meisten schaden wollen. Das ist unsere Aufgabe. Das steht übrigens auch in Römer 12, was aus meiner Sicht gerade dran ist. In dieser Weise repräsentieren wir die Gnade, Geduld und Güte unseres Herrn und seine Vergebungsbereitschaft. Und das wird entscheidende Veränderungen in unserem Land freisetzen. Wie ein Banner wird der Name Jesus in diesem Land erhöht. So, und genau dafür möchte ich jetzt beten. Und können natürlich gleich gerne auch dazu kommen. Alles klar, ich soll weitermachen. Gut, also, ich habe hier gerade vorgelesen, dass der Herr, so wie ich es empfangen habe, so wie ich es empfunden habe, sagt, der Leib von Jesus Christus, die Gemeinde aller Wiedergeborenen, erhebt sich in dieser Stunde. Und weißt du was? Das, was hier passiert, auch durch diese Lehre, sei bloß ruhig, lass dir alles gefallen, ordne dich unter und halt am besten die Klappe. Und wenn überhaupt, dann segnest du einfach alle, bis sie nicht mehr gerade ausgehen können vor lauter Segen. Ja? Aber ich glaube, das hat eine Auswirkung. Die Auswirkung ist nämlich, dass diejenigen im Volk Gottes, und das sind viele, die dazu berufen sind, wie ein Elia aufzustehen, wie ein Jeremia aufzustehen, wie ein Paulus aufzustehen, dass diejenigen gerade unten gehalten werden. Das ist das eigentliche Problem und das ist der eigentliche Kern der Botschaft, mit der ich mich heute an dich wenden möchte. Hey, wenn du jetzt zu denen gehörst, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin verwirrt, ich höre immer, ich soll die Klappe halten und ich frage mich, bin ich eigentlich normal? Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige in ganz Deutschland, der so denkt. Alle anderen Christen scheinen völlig normal und angepasst zu sein, scheinen überhaupt kein Problem mit zu haben. Wenn dich das betrifft, möchte ich für dich beten. Und weißt du was? Ich habe das Mandat dafür, wenn du sagst, ja. Ich stelle mich jetzt unter das Gebet. Deswegen möchte ich für diejenigen beten, die sagen, ich möchte das annehmen. Ich habe ein geistliches Bild bekommen in der Vorbereitung von einer Kiefersperre. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Kiefersperre ist. Ich weiß es auch nicht genau, habe ein bisschen recherchiert, aber es soll äußerst unangenehm sein. Man kriegt dann einfach den Kiefer nicht auseinander. Ja? Bin da kein Experte, aber ich habe dieses Bild, im Englischen heißt das Lockjaw, glaube ich, Kiefersperre, ja. Und weißt du was? Wir befinden uns im hebräischen Kalender gerade im Jahrzehnt des Mundes. Und das ist kein Zufall. Das Volk Gottes soll aufstehen und den Mund aufmachen. Was passiert? Volk Gottes kriegt was vor den Mund geklatscht und im Geistlichen eine Kiefersperre auferlegt. Und gegen diese Kiefersperre möchte ich jetzt beten. Und wenn du sagst, jawohl, das ist genau das, ich empfinde das, ich bin total blockiert, ich bin gelähmt. Eigentlich hat der Herr mehr für mich und er hat wirklich mehr für dich. Aber ich komme da nicht rein. Irgendwie, ich höre nur, ordne dich unter, sei ruhig und das lähmt mich. Ja, und das lähmt dich auch, das ist eine geistliche Realität. Und gegen diese geistliche Realität werde ich jetzt beten für alle, die sagen, das nehme ich für mich in Anspruch. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Livestream, Herr. Ich danke dir für das Vorrecht, jetzt hier stehen zu dürfen. Ich danke dir für das Vorrecht, jetzt einstehen zu dürfen im Gebet, in geistlicher Autorität für meine Brüder und Schwestern. Und Herr, du siehst sie. Du siehst diese Löwenherzen. Du bist der Löwe von Juda, Herr, und du lebst in ihnen. Und sie sollen sich nicht verhalten wie eine Miezekatze, angepasst und ruhig und höchstens ein bisschen schnurren. Sie sollen brüllen wie ein Löwe von Juda.
Und du hast Berufung. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment sprichst zu Einzelnen, dass du nochmal ganz neu Berufungen klar machst, dass du nochmal ganz klar sagst, da hast du ein Mandat und da stehst du auf und da sprichst du rein. Ich danke dir, dass das jetzt in diesem Moment nochmal ganz klar, wirklich wie ein Teleprompter über den Bildschirm meiner Geschwister läuft. Herr, ich danke dir, dass jetzt dein Reden ganz klar ist. Erneuere diese Berufung, Herr. Erwecke dein Volk. Du sagst in Römer 12, wir sollen brennend sein im Geist. Herr, und du siehst, was Einzelnen angetan worden ist. Du siehst diejenigen, die gerade niedergehalten werden, die du aber sehen willst wie Adler, die fliegen sollen, die in den vollen Wirkungskreis ihrer Berufung kommen sollen. Und in der Autorität von Jesus Christus, für alle Menschen, die das jetzt für sich in Anspruch nehmen und sich darunter stellen, in dieser Autorität von Jesus Christus sage ich, diese Kiefersperre ist jetzt zerbrochen im Namen Jesus. Das muss abfallen. Dieses Joch zerfällt und im Licht Gottes zerbröselt dieses dunkle Joch und es löst sich vollkommen auf und wir proklamieren Feuer darüber und das soll vollkommen vernichtet sein. Meine Brüder und Schwestern sollen in den vollen Wirkungskreis ihrer Berufung kommen, im Namen Jesus, und du wirst in deine Berufung kommen. Wenn du sagst, ich bin entschieden zu folgen Jesus, dann wird dich nichts aufhalten. Wenn du sagst, ich will den Willen des Herrn tun, es ist mein brennendes Verlangen, so wie es in Römer 12 steht, dass du brennend bist im Geist, dann kommst du in deine Berufung. Und ich habe jetzt den Eindruck von einem geistlichen Leiter. Ich glaube, er kommt aus dem, ursprünglich kommst du aus dem Baptismus. Und du hast dich jetzt vermutlich schon mehr als 12 Monate, vielleicht schon 14 Monate, damit auseinandergesetzt. Du bist informiert, du weißt, was läuft. Aber du hast in deiner Funktion als geistlicher Leiter bis jetzt die Klappe gehalten. Und ich möchte jetzt direkt zu dir sprechen und ich möchte dich ermutigen. Der Herr hat dir alles gegeben, was du brauchst. Der Herr hat dir Gaben der Erkenntnis gegeben. Der Herr hat dir die Gaben der Geisterunterscheidung gegeben. Und du hast auch den Mut und du sollst aufstehen. Und ich ermutige dich. Paulus sagt in Galater 1, rede ich jetzt Menschen zuliebe oder rede ich Gott zuliebe? Und ich ermutige dich, steh auf, der Herr ist an deiner Seite und geh in das, was er für dich hat. Geh da rein, was der Herr dir seit Monaten zeigt, seit über einem Jahr fast, seit Monaten auf jeden Fall. Ich ermutige dich, sei freigesetzt, du sollst in den vollen Wirkungskreis Gottes kommen und du weißt, was dran ist, du weißt es. Und ich sage, geh diesen Schritt im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ich möchte da auch noch mich einklinken und auch noch etwas beten, ja. Und zwar über Verständnis. Verständnis für uns als Volk Gottes, wer wir sind, was unsere Autorität ist, was unsere Position ist. Weißt du, die Bibel sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ja. Ja? Und eine heilige Nation. Nation, ja. Königreich. Ne? In Offenbarung lesen wir, Gott hat uns gemacht zu einem Königtum. Zu Priestern. Ne? Und die bekannte Stelle in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ja. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Yes. Weißt du, wer wir sind? Amen. Wir sind im Geist diejenigen, yes, die die Autorität haben, die die Position, Amen, haben, die sagen, was im Geist passieren muss in so einer Nation. Und wenn gelehrt wird, dass, ja, man sich einer weltlichen Ordnung in einem völlig falschen Verständnis unterordnen soll, dann ist das nicht in Ordnung, weil du dadurch dich tatsächlich fremder Schuld teilhaftig machst und weil du in ein Joch mit Ungläubigen gehst. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen unsere Position wahrnehmen, die uns von Gott gegeben ist. Wir müssen als Könige und Priester stehen und nicht in einem kranken, unterwürfigen Kadavergehorsamsystem denken. Das ist nicht in Ordnung. Wir werden vor Gott stehen und, ja, er wird uns fragen, was, Amen, wir gemacht haben. Ja. Und dann wird die Antwort, ja, der Pastor hat gesagt, ich soll mich unterordnen, wird echt nicht funktionieren. Ja. Du hast eine Verantwortung, wie Philipp gesagt hat, für deine Familie, für deine Kinder, für die Gesellschaft, für die Menschen um dich herum. Dieses ganze System, das sagen die Propheten, wird, ja, kaputt gehen, Amen, wird zerfallen. Ja. Ja? Und es wird einen kompletten Turnaround geben. Ja. Das, was hier an Kräften der Bosheit ist, wird sich ändern. Und du solltest Teil der Veränderung sein, yes, dessen, was Gott tut, yes, und nicht Teil des
falschen, bösen, alten System, was kaputt geht. Und im Namen Jesus spreche ich aus, über allen denjenigen, die sich da eins machen wollen, dass der Herr dir Offenbarung gibt, wer du bist in ihm, wer du bist, welche Autorität du hast als König und Priester, welche Position du hast in seinem Reich als eine heilige Nation und dass du in deine Position hineinkommst und darin wandelst. Ja, und wenn wir beten für unser Land, für unsere Regierung, für die Legislative, Exekutive, Judikative, das ganze System, für die Polizei, dann wollen wir in Weisheit beten, nicht in einer Unterwürfigkeit, sondern indem da Licht reinkommt, Klarheit reinkommt, Wahrheit reinkommt, Dinge, die falsch laufen, aufgedeckt werden und so weiter. Das ist das, wofür wir beten. Ja? Und nicht, wir ducken uns weg. Das ist absolut nicht in Ordnung. Im Namen Jesus Christus. Und ich spreche Mut aus. Mut, Kühnheit, Klarheit, Wahrheit, für das aufzustehen, wo wir wissen, dass es die Wahrheit ist und wo wir wissen, dass es richtig ist. Im Namen Yeshua HaMashiach. Diese ganze kranke, falsche, böse, devote Unterwürfigkeit vor einem weltlichen System. Im Namen Jesus, wir sprechen aus, dass dieses kranke Denken gebrochen ist. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Yes. Philipp, herzlichen Dank. Das war ausführlich und ich denke wirklich sehr hilfreich, weil ich glaube, dass viele, viele Christen genau dieses System falsch verstehen. Ja, sie denken genau, das ist umgekehrt. Wir sind hier irgendwo hier unten und die Regierung ist da oben und wir haben uns zu ducken und so weiter. Und es ist total falsch. Es ist in einer Demokratie einfach falsch. Amen. Punkt. Anders kann man es nicht sagen. Amen. Jawohl. Perfekt. Herzlichen Dank. Wunderbar. So. Schön war es hier bei euch im Studio. Okay. Achso, genau. Ich muss mal wieder abwandern. Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Es war ein Vorrecht, hier zu euch sprechen zu dürfen. Wir werden dich wieder einladen, Oh, ich freue mich schon. Super. Dann sage ich mal bis bald. Also, bis ciao. Bald. Halleluja. Jawohl. Wir freuen uns, dass der Philipp bei uns ist. Er ist im Team. Er ist, wie du gemerkt hast, wirklich jemand, der Potenzial hat, der tief hineingeht, tief Sachen aufarbeitet, auch theologisch die Sachen wirklich durchdringt und wie soll ich mal sagen, dran arbeitet, sich so festbeißt. Und das ist sehr, sehr hilfreich bei solchen großen und komplexen Themen, wo tatsächlich leider in unseren Gemeinden viel, viel Schindluder getrieben wird. Jawohl, und dann wollen wir uns auch einfach mit einem Segen an euch verabschieden. Genau. Nach diesem reichhaltigen Abend mit den Botschaftern, dem Volk Gottes, wir sind Gottes Volk. Wir wollen euch segnen für diese Nacht. Die wird euch vielleicht in manchen Dingen beschäftigen, auch die nächste Woche noch. Lasst uns wissen, wenn ihr da wirklich gesegnet worden seid. Und wir segnen euch jetzt, dass der Herr seine Hand auf euer Leben legt, dass er euch stärkt und aufbaut mit seinem Wort, dass der Heilige Geist zu euch spricht, in euer Leben hineinspricht, dass er Worte der Erkenntnis, der Weisheit und der Gnade in euren Mund legt, wenn ihr sprechen müsst, dass er euch Weisheit gibt, wie ihr euch verhalten sollt. Und dass seine Augen euch begleiten. Ich bete für jeden, der mutlos jetzt im Moment mit irgendwelchen Dingen kämpft. Herr, dass du deine Gnade überreich denen zukommen lässt, die jetzt schwach geworden sind im Geist und im Glauben. Befeuere das neu, dass du ihnen Kraft gibst, Zuversicht, Hoffnung, Ermutigung, wirklich aufzustehen, in der Identität, die du uns gegeben hast, Jesus. Ja. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Damit verabschieden wir uns. Spannende Zeiten. Spannende Zeiten. Spannende Zeiten. Es geht weiter. Und es bleibt spannend. Genau. Nächsten Freitag mehr. Jawohl, wir stellen dabei. Die Teile wieder einzeln in das Web. Ihr könnt die auf unserer Webseite abrufen, Gottes Haus, aber auch schauen, wenn der Newsletter angekündigt wird. Und wir verabschieden uns bis nächsten Freitag. Seid reich gesegnet. Blessings. Shalom. Ciao, ciao.